Seid gegrüßt. Ich reagiere heute mit Seppi TV zusammen auf den Talk zwischen Gregors Politik und Proletopia. Gregor hat mich dort ziemlich mies angegriffen. Wir starten gleich mit der Doppelmoral der Wokies, die hier von Proletopia kritisiert wird, mit einem interessanten Beispiel, nämlich Marie-Louise Vollbrecht. Aber dazu gleich mehr. Erstmal sei gegrüßt, Seppi. Guten Tag an den Chat. Ich bin sein Mod hier im Chat. Ihr habt mich sicher schon mal gesehen oder ein Abo von mir gekriegt. Also, willkommen. Ja, so, ich würde sagen, ich will, dann reden wir auch gar nicht mehr lange drum rum. Ich würde sagen, los geht's. Es beginnt mit dem Beispiel, also mit der Doppelmoral der Wokies am Beispiel Marie-Louise Vollbrecht. Hat sich ja immer für einen großen Feministen ausgegeben. Ne? Und dann gab es diese Geschichte mit der, unter Anführungszeichen, Fischbiologin, wie er sie nennt. Und dann geht er hin und nennt, die hat ein Gespräch mit wem gehabt, und dann nennt er die beiden zum Beispiel die zwei Fickfressen. Ja? Und das ist für mich so, wenn du so hingehst und so den Scheiß abziehst, und dann tust du aber, als wärst du ein Feminist. Keine Ich habe Ahnung, kein Alter. Problem mit Beleidigungen. Ich habe ein Problem damit, dass du Also, Frauen wenn sie Fickfressen nennst, gerechtfertigt da habe ich, sind. na, wenn du Frauen Fickfressen nennst, tut mir leid, aber das, nein, einfach. Nein, das ist einfach, nein. Also für mich ist das einfach, du bist fake, Alter. Das ist so, als würde ich irgendwie herumlaufen und Frauen einfach Scheißfotzen nennen und dann sagen, ja, ich bin ein Feminist. Was Blödsinn, einfach. Schwachsinn. Glaube ich nicht. Und ich glaube auch Ich nicht einem meine, Dude, der hinkommt und sagt, er ist ein Trans-Ally, und dann, wenn ihm Trans-Personen anbieten, dass er mit ihnen redet, sagt, dass sie Token sind und so. Davon halte ich gar nichts. okay, von welchen Transpersonen spreche ich? Also welche Trans, meinst du so jemanden wie Leximord oder Zum wovon? Beispiel, zum Beispiel. Ja, ich habe kein Problem zu sagen, dass man mit Leximord nicht redet. Moment, du hast kein Problem, dass man nicht mit dir redet. Ja, dass man sagt, man Ich achtet schon. ihre Meinung nicht für repräsentativ. Das musst du ja nicht. Du musst das ja nicht für repräsentativ halten, aber du solltest mit ihr reden, denke ich. Also ich habe meinen eigenen Stream. Oder jetzt sagen wir mal, ich muss mal auf mich um. Ich habe einen eigenen Stream und ich würde nicht wollen, dass man mir sagt, ja, aber du musst jetzt mit Leximord reden, weil die ist eine Transfrau Na, und nicht sie du musst. möchte Nein, was nein, sagen. nein, das will ich auch Du nicht. musst, okay. Okay, nein, aber ich, also Aber wenn okay, Lexi dann jetzt verstehe ich kommt, nicht, machen wir es wieso er nicht anders. sagen kann, nein. Machen wir jetzt Oder kann, anders. verstehe, Warte wenn man kurz. nicht muss, dann kann er doch nein sagen. Das ist selbstverständlich. Jeder kann sagen, was er möchte. Ich frage Okay. dich jetzt noch einmal. Wenn Lexi jetzt zu dir kommt und sagt, hey, rede mit mir. Und was würdest du sagen, ja oder nein? Ich kann gern mit dir sprechen, aber das wird dann kein Gespräch sein, wo ich irgendwie der Ansicht bin, ja, da können wir jetzt agree to disagree. Also ich alles, was ich bis jetzt von ihr gesehen habe, ja, es ist aus meiner Sicht einfach nicht jetzt irgendwie eine Rhetorik, die Transpersonen irgendwie hilft. Ich finde allgemein, dass Transmedikalismus etwas ist, was für Transpersonen sehr schädlich ist. Also wenn wir jetzt nur mal, also sie und sie vertritt das ja auch, wenn sie sagt ja selber, dass sie Transmedikalistin ist. Das ist ja die Idee, dass die eigene Transidentität davon abhängt, ob das Gesundheitssystem das anerkennt. Und ich meine, das kann man ja sagen, es ist eine abstrakte Regel, da kann man jetzt nicht wirklich beweisen, ob das richtig oder falsch ist. Ich kann nur sagen, dass dieses Denken in der Realität sehr viel Schaden anrichtet, weil wenn eine Hormonbehandlung davon abhängt, ob du einen Bescheid bekommst von der Behörde, naja, was ist, wenn die Behörde ausgelastet ist? Wie in Großbritannien zum Beispiel. Was ist, wenn du Pech hast und einfach einen Arzt hast, der dich nicht weiterleitet, der nicht sagt, ja, okay, jetzt kannst du diesen Prozess durchlaufen. Gibt's alles. Es gibt Gut, diese alltägliche Diskriminierung. das sind jetzt sehr genaue Beispiele. Ich frage, wir waren woanders, wir haben darüber geredet, wo du mich gefragt Ich sage hast. nur, dass das eine sehr schädliche Ideologie ist, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt nichts, wo ich der Ansicht bin, da kann man irgendwie so, da kann man drüber hinwegsehen. Also ich finde, das ist eine Du musst ja nicht fundamentale darüber Unterscheidung, die hinwegsehen. für Transfrauen sehr gefährlich ist, ja. Du musst ja nicht darüber hinwegsehen, aber du könntest ja zum Beispiel mit dir genau darüber diskutieren. Das finde ich doch interessant. Es haben schon viele Menschen mit dir darüber Darüber diskutiert. widergibt Die, sich also ich kann klar. jetzt nicht irgendwie neue Argumente Wer bringen. hat Wer mit dir darüber diskutiert? Hey, Giftsubs in the Channel. Boah, ich hab den Namen jetzt vergessen. Ich weiß, dass ich zwei Gespräche gesehen habe, die waren nicht allzu groß. Naja, Beziehungsweise aber. es wurden mir Schnipsel gezeigt. Darüber Ich kann, also wenn du mir jetzt wirklich sagst, wer hat das, sag mir den Namen. Keine Ahnung, habe ich wieder vergessen. Ich bin aber auch der Ansicht, naja, okay, nein, die haben die Argumente gebracht, die ich bringen würde, und sie ist nicht wirklich darauf eingegangen. Ich verstehe nicht, also ich sehe nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Zauberer mit Worten bin, dass wenn ich dieselben Worte mit einem anderen Tonfall wiederhole, dass da jetzt irgendwie. Das ist doch sehr interessant. Also ich finde, bei diesem Trans-Thema, da merkt man sehr gut, dass diese Walkies absolut totalitär sind. Also sie kommen nicht darauf klar, dass irgendjemand eine andere Meinung hat, dass irgendjemand die gleichen Fakten kennt, die sie kennen und trotzdem zu anderen Schlüssen gekommen ist. Also das ist was, was sie absolut nicht akzeptieren können.
Also Gregor sagt hier, ja, Lexi hat alle Argumente gehört. Hat trotzdem eine transfeindliche Meinung. Nee, sie hat erstmal eine andere Meinung. Also sie ist ja selber trans. Also brauche ich jetzt alles gar nicht nochmal einzeln aufzuschlüsseln. Aber jeder, der eine andere Meinung hat, der ist gleich irgendein böses Schlagwort. Bei Lexi hat man sich jetzt das Wort transfeindlich rausgesucht. Sie hat doch gesagt, dass sie das befolgt, weil doch die Krankenkasse sonst nicht mehr bezahlen würde, wenn sie jetzt sagen, jeder, der sich einfach nur identifiziert als trans, bekommt die Operation. Dann würden die Kosten ja steigen und oder die Krankenkasse würde das komplett wie nennt sich das nochmal, Katalog was bezahlt wird, gestrichen werden. Ja, Ist, ja. war das nicht einer der Gründe? Ja, wenn man sagen würde, zum Transsein, da gehört dieses Umoperieren gar nicht mehr dazu, das stellen wir alles komplett optional, dann ist eine mögliche Konsequenz, so wie ich das verstanden habe, dass die Krankenkasse das eben nicht mehr bezahlt. Also wenn man nicht mehr zwischen medizinisch sinnvollen Eingriffen und und schönheitschirurgischen Eingriffen unterscheidet, dann könnte es sein, dass die Krankenkasse aber gar nichts mehr bezahlt. Wenn du dir deine Brüste vergrößern lassen willst als Frau, dafür bezahlt die Krankenkasse eben nicht. Wenn du aber eine Transfrau bist und dir neue Brüste machen lassen willst, dann zahlt aktuell die Krankenkasse. Also das ist ja das ist ja das Argument von Lexi an der Stelle. Also das könnte man ja in einem Diskurs ausfechten. Aber Gregor meint ja, Lexi hat die Argumente gehört und sie hat trotzdem eine andere Meinung. Wie kann sie nur? Das wird uns in diesem Talk, weiß nicht, wie lange wir darauf reagieren werden, weiß nicht, wie weit wir kommen, aber das wird uns in diesem Talk noch einige Male begegnen. Also er könnte zum Beispiel ja eine Berechnung machen, wie viel es mehr kosten würde oder wie viel es nicht mehr kosten würde und sagen, hier, Alexi, so viel kostet, wird es mehr kosten. Alexi könnte dann zum Beispiel auch gegen argumentieren, aber zum Beispiel sagen einfach, ja, das ist transfeindlich, weil sie daran festhält, ist falsch, weil sie hat ja erstmal einen Punkt. Wurde sie überhaupt da gegen argumentiert zu dem Punkt? Wie gesagt, müsste man in der Debatte klären, aber ein Neidhahn beispielsweise meinte ja, er würde nicht mit transfeindlichen Token reden. Und mit transfeindlichen Token meinte er Lexi. Und Token, das sind dann alle Transmenschen, die halt nicht dieser Woken-Ideologie komplett folgen. Relativ einfache Logik, höre auf Betroffene, es sei denn, sie widersprechen dir. Und Lexi hat ja auch doch nicht gesagt, wenn so, ihr dürft euch nicht mehr identifizieren als Frau oder als Mann oder als drittes Geschlecht. Sie sagte nur, wenn ihr damit gut leben könnt. Also es ging ja hauptsächlich darum, dass die Krankenkasse das bezahlt. Hier behauptet gerade einer im Chat, Nathan würde Lexi nicht als transfeindlichen Token bezeichnen. Das ist schlichtweg falsch. Schaut euch den Talk zwischen Nathan und Hugo an, da tut Nathan das. Also, ja, wie gesagt, schaut euch den Talk an. Brauche ich jetzt nicht nochmal einzeln raussuchen. Da sagt Nathan wirklich explizit, ich rede nicht mit transfeindlichen Token. Belehrt. Und das viel mehr ankommt. Schau, Ich für finde einfach, mich, dass schau, das. es ist auch kein Problem. Du musst das nicht mit mir diskutieren. Mir ist das egal. Also so, ich hab da jetzt nicht irgendwie so den Bock, das mit dir zu diskutieren. Ja, bin da nicht drinnen. Aber was ich mir denke, ist, wir reden darüber. Du hast mich gefragt, wer nützt den Wokismus für sich aus? Ich finde, die Leute, die so tun, als wären sie da vorne und das würden sie gerne darüber reden und das wäre das wichtig für sie und hin und her. Und dann kommt eben eine Transperson und sagt, ich sehe das anders als du. Und dann heißt es einfach, nein, nein, mit dir rede ich nicht, weil du bist ein Token. Und dann sagt Nathan buchstäblich, meine Community würde mich in der Luft zerreißen, wenn ich mit dir rede. Und das ist einfach ein Sektenverhalten. Das ist für mich Vielleicht, weil keine. die Community allgemein ein Problem hat mit Trans. Also ich muss sagen, ich habe Das kann eine sehr sein, ja. niedrige Meinung von Leximord. Also ich Warum? verstehe voll und ganz, dass man sagt, naja, also diese Transmedikalismus-Sache ist einfach sehr, sehr schädlich für Transfrauen. Aber deswegen hast du Für Transfrauen, deswegen. für Transpersonen allgemein. Also kurz gesagt, wenn sie eine andere Meinung als du hast, siehst du sie als niedriger an? Nein. Wenn sie Das eine andere schon. Meinung hat, die besonders schädlich ist. Ich sag's mal so. Der Bartonek hat eine andere Meinung als ich. Der ist kein Sozialist, der ist kein Anarchist. Er sagt, er ist selber ein Sozialdemokrat, der hat eine andere Meinung als ich. Ist ja Ich kann gut. mit dem reden. Ja, ist ja Nur ganz du hast gut. eine andere Meinung als ich kann mit dir reden. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich mag mit einem Schattenmacher nicht reden,
dann wäre doch die Antwort, du redest nicht mit dem Schattenmacher, nur weil der eine andere Meinung hat, wäre er die platziert. Es geht nicht darum, dass er eine andere Meinung hat. Viele, alle Menschen außer ich haben eine andere Meinung. Noch einmal. Aber manche andere Meinungen sind halt... Was ist das? So. Kurz, hast du gerade gestoppt oder wieso? Nein, ich habe im Moment auch nicht gestoppt. Okay, dann war das einfach Watch Together. Ah, ich mag das nicht. Auf jeden Fall, warum redet Gregor nicht mit dem Schattenmacher? Ja, weil er eine andere Meinung hat. Also mit dem Schattenmacher kann man sehr vernünftig reden. Ich habe es ausprobiert. Wir haben eine Debatte über Geldpolitik, Fiskalpolitik geführt und das ging wunderbar. Also völliger, also das kann nur der Grund sein, weil er eine andere Meinung hat. Es liegt nicht am Verhalten des Schattenmachers. Im Verhalten gibt es nämlich nichts zu beanstanden. Man kann mit ihm im Gegensatz zu Gregor vernünftig reden. Im Gegensatz zu Gregor beschimpft der Schattenmacher einen auch im Gespräch nicht als Nazi-Verharmloser oder andere schlimmste Verleumdungen, was Gregor mit mir schon gemacht hat. Halt für mich nicht diskutabel. Kein Problem. Und du musst auch mit niemandem reden. Ich habe nur gesagt, wenn, du hast mich ja nur nach Gründen gefragt, wo ich gesagt habe, ich finde es nicht korrekt, dass wenn jemand über sich mit Trans-Themen beschäftigt und hin und her und hingeht und sagt, mit der will ich nicht reden. Es ist eine Trans-Person. So ist das nicht korrekt. Deswegen, weil du redest als Nicht-Trans-Person über Trans-Themen und da kommt eine Trans-Person und ich habe ja auch einen lustigen Chatter gerade. Warum schießt du gegen Gregor? Es ist dir wohlgesonnen. Ich möchte mit dir diskutieren. Ich glaube, du hast unsere letzten zwei Talks nicht gesehen. Also, ich einfach nur sage, nein, ich habe eine andere Meinung. Du interpretierst dir in Aussagen Dinge rein, die du nicht belegen kannst. Du verbreitest Lügen. Was macht er daraus? Er behauptet, er könne das sehr wohl belegen, was gelogen war. Er konnte es eben nicht belegen und hat mich dann als Nazi-Verharmloser beschimpft. Das ist ein vollkommen feindlicher Akt. Also da hat nichts mit Wohlgesonnenheit zu tun. Also du beschimpfst niemanden als Nazi-Verharmloser, mit dem du sachlich reden willst. Also so beschimpfst du Leute, die du vernichten willst. Ganz einfach. Und sagt, hey, warte. Dazu zu sagen, du sagst, nein, du nicht, weil du bist nicht richtig trans. Oder du bist nicht, weißt du bist ein Token. Kennst du Candace Owens? Natürlich, ja, klar. Ja, jetzt stell dir vor, du bist ein weißer Streamer wie Destiny oder so. Ich bin kein Fan von Destiny, aber du bist Destiny. Ich verstehe schon deinen Vergleich, ich habe schon verstanden, was du sagen willst. Also ich finde, denselben Punkt, den du jetzt machst, könnte auch jemand machen, der so sagt, ja, aber red doch mal mit einer wirklichen schwarzen Person wie Candace Owens. Die wird dir dann nämlich erzählen, dass Demokraten, die Weißen, also die Schwarzen wieder auf die Plantage und so weiter und so fort. Ich verstehe deinen Punkt. Ich denke nur, ist das halt gleich. Für mich ist es nicht gleich, weil Candace Owens ist offensichtlich bei Breitbart Media ist sie jetzt nicht mehr, oder? Shapiro hat sie ja rausgehaut, weiß nicht, was sie jetzt macht. Aber sie war ja offensichtlich bei einem, sage ich mal, rechtsradikalen, rechtskonservativen Think Tank, war einfach in dieser ganzen Sache drinnen und hin und her. Lexi ist ganz im Gegenteil eine linke Person und sieht diese ganze Geschichte einfach von einer anderen Seite und sagt, ich habe meine Kritik an dem, wenn Lexi jetzt, ich würde den Vergleich akzeptieren, wenn Lexi jetzt zum Beispiel bei News wäre, Reichelt, ne? Wenn sie dort wäre, dann wäre der Vergleich angebracht. Und dann würde ich sagen, okay, gut, ich verstehe schon deinen Punkt, auf was du hinaus möchtest, ja? Aber das ist sie ja nicht. Es gibt noch andere schwarze Personen in den Vereinigten Staaten, die ähnliche Ansichten wie Candace Owens haben, aber nicht irgendwie bei so rechten Medien affiliated sind. Mir geht's dann, also wir sind jetzt eigentlich nur darüber streiten, ob Lexi so unrepräsentativ ist, dass sie irgendwie so weit weg ist von den Mainstream-Trans-Aktivistinnen, dass man sagt, ja, okay, die ist nicht redenswert. Kann man sicherlich drüber streiten. Ich bin der Ansicht, dass Transmedikalismus, dass das einfach eine Grundposition ist, die eine aus meiner Sicht unnötige Hürde für Transpersonen aufbaut. Ich meine, warum soll jetzt irgendwie das unangenehme Gefühl, das eine Person mit ihrem Körper hat, was sie irgendwie hin und wieder zu Depressionen, in Depressionen treibt, aber noch nicht von dem Doktor attestiert wurde, wieso soll das jetzt irgendwie weniger valide sein als das von Transpersonen, die halt eben schon, wo der Doktor sagt, ja passt. Also das ist einfach eine Grundhaltung, ein Ausschluss, den ich nicht verstehe. Ja, weil du es nicht verstehst, würde ich dir empfehlen, rede mit Lexi, lade sie ein, rede mit dir. Nein, ich verstehe schon, wo es herkommt. Also ich verstehe ihre Argumentation, ich habe die auch schon oft von anderen Leuten gehört. Mhm. Nur ich verstehe nicht, wieso man als marginalisierte Person, die Lexi sicherlich ist, warum man irgendein Interesse daran haben kann. Ich habe ihre Argumente, sie beantworten die Frage nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es darauf irgendwie eine Antwort gibt, die mich zufriedenstellen würde, wo ich sagen kann, ja, okay, ich höre das. Weil ich sehe einfach nicht ein, sehr gut, dass wieso man noch mehr hört. Verdammtes Watch Together. Schön, dass man das vor der Diskussion schon weiß. Seppi, du kannst übrigens auch auf Pause stellen. Du musst das hier nicht die ganze Zeit durchlaufen lassen. Oder auch vorspulen, wenn es dir zu redundant wird.
Hatte überhaupt Alexis Argument mit der Krankenkasse gehört, weil er sagt, ja, er kann es ja nicht verstehen, ja. Sie hat es ja argumentativ genannt, also, und er hat, so denke ich, dass er nicht diese ganzen Argumente gehört hat, die Lexi tatsächlich. Das kommt drauf, das ist die Schuld immer von höherem Sagen, alles vom Hören sagen, die Argumente über zu übernehmen. Ja, ich glaube, wir brauchen da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Es ist relativ egal. Also es ist ja ein grundsätzliches Verhalten von Gregor und Gregor drückt sich da noch wesentlich eloquenter aus als die meisten anderen Walkies, die dann einfach einen Stinkefinger sagen oder behaupten mit transfeindlich, die dann einfach einen Stinkefinger zeigen oder sagen, mit transfeindlichen Token würden sie nicht reden oder mit Faschos würden sie nicht reden. Das ist der gute Neid dann gemacht. Wenn man sie auffordert, mal mit den Leuten zu reden, die sie hier gerade diffamieren. Also das ist ja typisches Verhalten. Also ich habe es Gregor ja auch beim Schattenmacher gesagt, bevor du dem Schattenmacher jetzt irgendwas unterstellst, frag ihn doch, geh doch einfach in eine Debatte mit ihm und frag ihm, wie er diese ganzen Zitate, die du hier rausgekramt hast, wirklich meint. Also das scheut Gregor ja auch wie der Teufel das Weihwasser, denn dann würde sein ganzes Lügengebäude, was er sich da zusammengeschustert hat, zusammenbrechen und genauso sieht das natürlich bei Lexi aus. Also Gregor würde in jeder Debatte sofort untergehen. Es ist fast egal, mit wem er sich da unterhält, den er hier gerade verleumdet. Er verbreitet einfach Lügen über andere Leute und dieses gesamte Lügengebäude baut darauf auf, dass die Leute, die ihm zuschauen, sich eben nicht die andere Seite ansehen. Wenn sie sich die andere Seite ansehen und da halbwegs neutral drauf schauen, dann merken sie, ach, Gregor hat gelogen. Mensch, Überraschung. Was würde dich zufriedenstellen? Das würde mich zufriedenstellen. Das ist wirklich schwierig. Also ich glaube, da sind wir tatsächlich bei mir an dem Punkt angelangt, wo Jesus Christus himself vom Himmel herunterkommen muss und sagt, nein, Transmedikalismus ist das Ding. Also ich sehe einfach überhaupt nicht ein, wieso das Transpersonen in irgendeiner Art und Weise helfen soll, dass man noch mehr und höhere Hürden aufbaut für sie, okay, ja, ihr Leben zu leben, als es jetzt schon ist. Also das ist einfach für mich ein Punkt, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, aber ich kann nur nochmal sagen, gerade weil du es nicht nachvollziehen kannst, solltest du mit Lexi reden. Das ist alles, was ich sage. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Du musst es nicht. Versteh mich nicht falsch. Ich will dich nein, so nicht ich verstehe schon. Tu, was du möchtest. Ich also für mich ist ich das würde nur egal. Noch gerne den einen Satz sagen. Also damit irgendwie das für mich einen Sinn haben kann, müsste sie mir wirklich glaubhaft versichern, in unserem Gespräch wird Jesus Christus vom Himmel herabsteigen und mir sagen, dass ihr Punkt richtig ist. Also solange das, also ich sehe da einfach nicht die Möglichkeit, dass das passiert. Aber ich meine, hey, wenn sie mir jetzt eine DM schreibt und sagt, ja eigentlich, ich habe einen guten Kontakt zu Gott, dann vielleicht. Oh, definitiv, ich kenne Lexi. Also sie ist die praktisch die rechte Hand von Jesus. Also da bin mir ganz sicher. Na? Die rechte Hand, oh je, nicht die linke. Ja. Nein, die rechte Hand ist die Hand der Arbeiterbewegung, alles gut. Nein, ich denke mir so, und das ist mein Problem, jetzt können wir zurückkehren, das ist mein Problem irgendwie so, ich sehe viele Leute, die sich in diese verschiedenen linken Progressiven, nicht einmal linke Progressive, sondern wirklich nur Progressive, also oft auch neoliberal Progressive, Abteilungen begeben, um zu sagen, ja, ich bin total für Weltfrieden und ich bin für Menschen und ich bin für marginalisierte Personen und oh mein Gott, Flüchtlinge muss man helfen und da, 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 da. Aber dann, wenn es hart auf hart kommt, siehst du, dass es ihnen überhaupt nicht um diese Menschen geht, sondern nur um sich selbst. Also das ist natürlich zu kritisieren, ja. Das gibt es immer wieder, das gibt es sehr offensichtlich bei Konzernen, also dieses Rainbow-Washing, sage ich mal, Pink-Washing, was auch immer. Ja, klar. Aber dann hast du das natürlich, wer unterstützt das denn? Wer sagt denn, oh ja, Lockheed Martin verwendet die Pride-Fahne, wie based ist denn das bitte? Warte kurz, dann gibt es das. Nein, aber dann gibt es das auch natürlich. Doch, die ganzen Leute, die woke und wehrhaft gut finden, also wirklich der größte Teil des woke neoliberalen Mainstreams, den wir hier in diesem Land haben. Bei Influencern, du darfst nicht vergessen, viele Influencer sind auch komplette Faker, denen es einfach nur um Kohle geht. Die missbrauchen das auch, also die geben sich auch sozusagen die Pride Flag daher, einfach weil es jetzt gerade der eine Monat ist, wo sie zeigen können, dass sie dazugehören und damit sie ihre Marke nach vorne stellen und ihnen geht es überhaupt nicht um marginalisierte Personen. Und das ist das, was mich stört. Das ist, was ich Pseudo-Woke nenne. Und das ist das, wo ich dann sehe, dass irgendwelche Leute sagen, ich setze mich gegen die Diskriminierung von marginalisierten Personen ein. Ja, zum Beispiel Transpersonen. Und ich denke mir, hey, cool, das ist doch gut, ich auch. Finde ich super, ja. Sollte man beenden. Und dann geht die Person aber und auf irgendwo Social Media und ihr einziger Aktivismus oder ihr einziges Helfen den Transpersonen besteht darin,
die Cis-Heten zu beschimpfen oder andere Transpersonen Token zu nennen und ähnliches, und da stehe ich da und denke mir, wow, du hilfst niemandem, du schadest nur hier. Weil die ganzen Menschen... Kommt auch an, wen man Token nennt. Also da können wir jetzt wieder ewig lang drüber streiten. Schau, ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Prinzipiell habe ich kein Problem damit, jemanden Token zu nennen. Man muss halt aufweisen, dass das unangebracht ist, dass es nicht der Fall ist, und dann, also darüber kann man ja diskutieren, aber ich bin allgemein, also es wird wirklich schwierig für dich sein, irgendwie in eine Kategorie oder ein Kriterium auszuwählen, wo ich sage, ja, da gibt es überhaupt keine Graubereich, wo man sagen kann, ja, da ist das okay oder nicht. Na, du hast das Problem, also, dass dieses, wenn jemand Token genannt wird, wird es eh nicht begründet. Und wenn es begründet wird, ist es einfach so komplett unscharf. Also das Wort Token, das ist ja relativ einfach zu erklären. Das ist einfach eine Beschimpfung für Leute aus marginalisierten Gruppen, die nicht auf Linie der Walking-Ideologen sind. Also das kann man ja relativ einfach übersetzen. Das ist eine Beschimpfung. Es hat keinen inhaltlichen Kern, außer du gehörst zwar zu dieser Walking-Off-Gruppe, aber du bist anderer Meinung. Mehr sagt dieses Wort inhaltlich nicht aus. Und das Problem liegt dann doch meiner Meinung nach mehr bei rufschädigenden Lügen. Also die Walken, die behaupten ja über andere Leute, dass sie Rechtsradikale, Reichsbürger, Antisemiten, Faschisten, Nazis, sonst was wären, ohne dafür irgendwelche Belege zu haben. Also Gregor hat beispielsweise behauptet, der gute Outlaw, ihr wisst, das ist ein total mittig und demokratisch stehender Typ, der verhielte sich wie ein Rechtsradikaler. Das sind wirklich völlig irre, rufschädigende Lügen, die hier verbreitet werden. Einfach nur, um einen anderen Streamer zu diskreditieren, um ihn schlecht zu machen, um seinen Ruf zu zerstören und letztlich Impfmittel gegen ihn einsetzen zu können. Nichts anderem dienen solche Vorwürfe. Seppi, bist du noch da? Ja, und die würden ja das dann gegen andere auch dann anverwenden, und dann bis sie nur noch die einzigen sind, die auf der Plattform sind. Also man sollte keine Büchse der Pandora öffnen. Ja, absolut, absolut. Du bist so still irgendwie. Du hast bisher mit noch keinem öffentlich reagiert, oder? Ich habe nur bei Anfang, weil es bei Lexia den Argument, ihren Lexis Argument wiederholt, weswegen sie die Meinung hat. Ich meinte, du warst bei, das ist dein erster Auftritt im Stream quasi. Ja, das stimmt. Ich bin kein Streamer normalerweise. Ja, aber kannst ruhig auch mal häufiger auf Pause stellen, wenn dir was auffällt, oder wenn kannst weiterspulen. Also damit war nicht so. Ich meine, dass du auch mal was sagst. Okay, kein Problem. Aber das machen die auch mit Persia X. Ja, sicherlich. Also dieser Token-Vorwurf, wie gesagt, der inhaltliche Kern dieses Vorwurfs ist, du gehörst zu dieser Opfergruppe, aber du bist nicht auf Linie der Ideologie, also weg mit dir. Ja. Ich will, wenn man einfach als Totschlagargument einfach sagt, das ist ein Rechter oder das ist ein Querfrontler oder das ist absoluter Schwachsinn jedes Mal. Wann hat das jemals gestimmt? Jetzt mein Grund, also vielleicht können wir uns auf das einigen. Das mit dem Begriff Token, das ist dasselbe, wenn ich sage, jemand ist ein Grifter. Naja, woher will ich das wissen? Kann ich in seinen Kopf hineinschauen? Nein, also ich kann es nicht so beweisen. Deswegen rede ich nicht von Griftern, ich rede auch nicht von Tokens, bis auf jetzt in dem Gespräch, wo es erwähnt wurde. Sondern wenn ich mit einer Person nicht sprechen möchte, dann kann ich klar sagen, warum dies und dies und dies. Und darüber kann man dann ja diskutieren. Aber das ist, finde ich, sinnvoll, als wenn man einfach sagt, ja, das ist ein Token. Weil, naja, ja, genau. Dann müsste man es halt ausführen. Aber wenn man es dann ausführt, ist ja okay. Aber das ist dasselbe, wie ich sage zum Beispiel, und wenn ich sage, dann meine ich es oft in der Version, dass ich sage, ja, okay, der macht halt Nazi-Scheiß. Anstatt zu sagen, das ist ein Nazi, sage ich, nein, der macht Nazi-Scheiß. Weil das kann ich belegen, ob der jetzt in seinem Schädel ein Nazi ist. Also ich würde da eher in diese Richtung gehen, aber ich kann mich sehr gut rationalisieren. Ja, das ist eine semantische Debatte. Also wir hatten gerade den guten Outlaw als Beispiel. Da sagt Gregor nicht, wie Neidern, das sei ein Faschist, sondern er verhielte sich wie ein Rechtsradikaler. Also wie stark das den Grad der Verleumdung jetzt abschwächt, dass Gregor nur sagt, Outdoor verhielte sich wie ein Rechtsradikaler und sei kein Rechtsradikaler, das könnt ihr selbst entscheiden an der Stelle. Ich finde es eine ziemlich alberne Wortklauberei, die am inhaltlichen Vorwurf überhaupt nichts ändert. Also es ist ja die gleiche Verleumdung, die vorher geäußert wurde, nur halt etwas schwächer formuliert. Also Outdoor ist wieder ein Rechtsradikaler, noch verhält er sich so. Es ist einfach eine rufschädigende Lüge, die hier verbreitet wird, um Outlaw canceln zu können. Warum sollte man sowas sonst behaupten? Sehen, wieso ich Bock habe, mit der Lexi zu reden.
Das finde ich gut, dass du da unterscheidest, dass du nicht hingehst und sagst, das ist ein Nazi, sondern der macht Nazi-Sachen. Das finde ich gut. Und wenn du dann klar benennen kannst... Aber nicht, weil das für mich ein großer Unterschied ist. Es ist einfach für mich nur ich finde, eine sprachliche ein Trennlinie. Ich finde, es ist ein großer Unterschied. Es ist auch ein großer Unterschied im Denken, weil wenn ich jemanden als Nazi bezeichne, dann ist er als Ganzes ein Nazi. Ich finde es viel hilfreicher, eben zu sagen, diese Tat oder diese Einstellung, diese Überzeugung macht ihn zu einem rechtsradikalen, rechtsextremen Neonazi oder was auch immer. Weil dann gibst du den Menschen die Möglichkeit, dass er nicht als Ganzes Schmutz ist, sondern dass diese Ansichten, die er hat, er könnte die ja theoretisch ablegen. So, dann gibst du ihm sozusagen ganz klar zu verstehen, deine Ansichten sind das Problem und nicht du als Existenz. Ja, wo, das sehe ich schon. Und das finde ich wichtig. Weil so lässt man Menschen irgendwie die Möglichkeit, sich zu entwickeln und das zu überwinden, was falsch ist. Ich sehe schon, was du meinst, aber ich glaube, wir müssen hier jetzt unterscheiden zwischen Online-Aktivisten und Menschen im Real Life. Also ich komme vom Land. Gott, das wird auch gleich wild, was Gregor gleich sagen wird. Erstmal danke an Freiheit für das Abonnement, was du hier auf diesem Kanal abgeschlossen hast. Freiheit 7757, auch ein schöner Name. Ich kann dir sagen, Volksfeste, da geht's heiß her und nicht in dem guten Sinne. Die machen Nazi-Scheiß, weil die sind, ich kenne die persönlich, ich glaube die zu kennen, das sind halt dumme Menschen, okay? Die haben keine Ahnung, was sie da sagen, das haben sie irgendwo mal auf TikTok gehört, aber die sind keine bewussten Nazis, das kann ich dir sagen. Obwohl, die sind schon sehr rassistisch, okay. Da ist das okay, aber das so zu formulieren. Aber im Internet, wenn sich jemand, weiß ich nicht, berechtigt sieht, seine Meinung zu politischen Themen zu sagen im Internet und das zu verbreiten, das ist dann eine Person, wo man einen höheren Standard anlegen kann. Und es kommt jetzt darauf an, wen wir es anschauen. Ich finde, die Personen, wo ich das behaupte, weil sie jetzt nicht einen Schatten mache oder so, der ist eigentlich der, den ich am meisten in diesem Zusammenhang erwähne. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie noch ein vernünftiges Argument machen kann, um zu sagen, na, also der ist irgendwie kein Nazi. Also wie man da dagegen argumentieren will, ich sag halt, der sagt Nazi-Scheiße und dann führe ich das lang und ewig lang aus. Aber für mich ist es per Person. Also, fassen wir mal zusammen. Weil, Gott. Naja. Fassen wir mal zusammen. Was wollten die Nazis? Die Nazis wollten Lebensraum im Osten erobern. Die Nazis wollten alle Juden und Slawen ausrotten. Die Nazis wollten ethnisch reines Deutschland, was durch ständige Kriege erweitert und verteidigt wird. Und die Nazis wollten eine strikte Hierarchie mit einer Führerdiktatur, mit einem Führer, der quasi in einer gottgleichen Position ist, der alles entscheiden darf. Also alle gesellschaftlichen Bereiche sollten nach dem Führerprinzip geordnet werden. Was davon fordert der Schattenmacher? Fordert er die Auslöschung aller Juden? Fordert er die Auslöschung aller Slaven? Fordert er eine Führerdiktatur? Zeigt es mir. Zeigt mir irgendwelche Belege. Und nicht irgendwelche Zitate, die er aus dem Kontext reizt und wo er was reinschwurbelt, was so nie gesagt wurde und was der Schattenmacher auch schon dementiert hat. Also kurzum, verbreitet keine Lügen, sondern kommt mir mit echten Belegen. Und die habt ihr nicht. Nicht, wenn man sagt, es gibt... So, Seppi? Das mit dem, er benimmt sich nur für wie ein Rechter, das wahrscheinlich juristisch ein bisschen besser zu verteidigen, als wenn er sagen würde, du Punkt, Punkt, Punkt. Dann es kann sein, dass Gregor das ja nur deswegen macht, um nicht gleich Anwaltspost zu bekommen. Wenn ich jetzt andere Leute immer beschimpfe, als dass er das ist, ist es einfacher anzugreifen, als er benimmt sich in dem Falle so wie Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist sicherlich ein guter Punkt, den du da gerade machst. Also sicherlich, aber die rufschädigende Wirkung ist ja die gleiche. Also formuliert es so, dass es juristisch haltbar ist, aber beim Zuhörer kommt natürlich trotzdem das Gleiche an. Also mag wie gesagt, Gregor ist sicherlich eloquenter als ein Nathan und ein Dekadent. Aber deswegen ist das, was er da macht, nicht weniger gefährlich. Ja, danke an Seppi, während du mit mir redest, dass du mir noch am Abos verschenken bist. Er ist dann sogar schlauer, weil er dann, man kann sich dann dadurch nicht so leicht wehren. Zum Beispiel Neitern hat ja diesen Skandal gehabt, da hätte Monte ja mit Klage sicher ihn besiegen können. Weiß ja nicht, was im Hintergrund da war. Ob er was dagegen getan hat oder die Entschuldigung akzeptiert hat. Oder, okay, er hat ja Outlaw nicht einen Nazi bezeichnet, sondern einen Fascho. Das ist ja noch
bisschen schwerer zu argumentieren, dass man da vor Gericht von Auto, wenn Auto jetzt ihn verklagen wird, dass ja, der, dass Faschismus ja ein bisschen nicht unbedingt dasselbe ist wie Nationalsozialismus. Ist ja ein Überbegriff. Dann würde. Hört ihr mich noch? Ja, wir hören dich noch. Nathan hat, wenn ich mich richtig entsinne, müsst ihr euch nochmal angucken, aber er ist an einer Stelle auf jeden Fall mit dem Nazi-Vorwurf gekommen. In welchem Kontext das passiert ist, weiß ich nicht mehr genau. Gibt es jetzt zig Reaktionsvideos auf meinem Kanal, wenn ich schaut da einfach mal vorbei, wenn euch das genauer interessiert und sucht den Clip raus, wo Nathan mit dem Vorwurf gekommen ist. Aber Nathan hat sich sogar noch expliziter geäußert, als einfach nur, das sei ein Fascho. Okay. Gibt ja die Rechtigen, die es immer und immer wieder sagen. Und was willst du denn da denn für einen Schluss ziehen, außer, naja, okay, der findet das halt, der meint das halt ernst, was er sagt. So. Ja, genau. Ja, klar. Also ich bin ja auch dafür. Aber, ja, sag noch, sag noch. Nein, und ich kann vielleicht mal das Transparenz einfach sagen, für mich ist jetzt kein großer Unterschied zu sagen, der macht Nazi-Scheiß immer und immer wieder und zu sagen, na, das ist Nazi, also das ist für mich vom Inhalt her derselbe Satz. Ich formuliere es nur, erstens einmal, weil man darüber besser reden kann. Wenn ich sage, dieses und jenes sind die Punkte, die ich Nazi-Sachen nenne, dann kann man darüber sprechen. Wenn ich einfach sage, es ist ein Nazi-Punkt, dann ist die Diskussion zu Ende. Also das ist das eine. Und das zweite ist, es ist sprachlich präziser, weil so schaue ich mir das tatsächlich an. Und drittens, es schützt mich auch ein bisschen. Weil wenn ich sage, dieses und jenes ist Nazi, dann wird das geklippt. Dann ist das vielleicht einmal in irgendeinem Ordner und dann sagt er, schau, der Gregor hat gesagt, der ist Nazi. Aber wenn ich formuliere, er macht Nazi-Sachen, dieses und jenes und ich finde das so und so, das kann man nicht klippen, weil dann müssen wir mitten im Satz aufhören und das fällt halt auf. Also es ist auch ein bisschen so ein Selbstschutz. Ja, also das sind so die drei Gründe, wieso ich so rede. Verstehe ich. Nur sind wir jetzt schon wieder vom Thema abgekommen. Findest du diese Kritik nachvollziehbar an Vogue, die ich habe? Weil das war deine ursprüngliche Frage. Jetzt sind wir ja, nur sicher. Also ich meine, wenn Fehlverhalten im Namen marginalisierter Gruppen stattfindet, dann natürlich. Nochmal kurzer Einschub, Seppi, du hattest recht, Gregor hat es hier nochmal bestätigt, er wählt diese Wortwahl natürlich auch aus Selbstschutz. Natürlich. Ich würde schon sagen, dieses Fehlverhalten fängt, so wie Böhm und Neiman das sagen, das fängt davon ab, wenn man Politik für die eigene Gruppe, aus der eigenen Gruppe heraus macht, nicht irgendwie um jetzt einer universellen Menschenwürde gerecht zu werden, sondern qua eigener Gruppenzugehörigkeit. Also das finde ich, das ist auf jeden Fall zu kritisieren. Nur das ist jetzt, finde ich, nicht... Die Kritik, die häufig vorkommt, es wird eher sich über Steuerung F-Dokus lustig gemacht, wo halt über queere Themen gesprochen werden und es wird irgendwie auf Klo, wenn die eine Instagram-Kachel posten, dann wird sich darüber ein bisschen ausgelacht. Es findet irgendwie nicht diese philosophisch fundierte Kritik an so einem kommunitaristischen Weltbild statt. Dieser Kommunitarismus, um das kurz für manche im Chat zusammenzufassen, das ist halt eben die Idee, es gibt nur unterschiedliche Gruppen und eigentlich bin ich nur in meiner Gruppe daheim. Ich bin jetzt ein weißer Christ im weitesten Sinne, ich komme aus Europa. Ich kann gar nicht irgendwie in einem menschlichen Austausch mit einer... weiß ich nicht, mit einer indischen Person, kann gar nicht funktionieren, weil das ist eine andere Kultur. Und diese Grenzziehung, wenn die im Namen von marginalisierten Gruppen oder irgendwie im Namen eines Wokismus stattfindet, dann ist die natürlich zu kritisieren. Also das, und, aber ich glaube, da war ich, also ich genau. Hoffe, da war ich immer klar genug, dass ich das kommuniziere. Ja, ja, sehr gut. Aber das ist basically meine Kritik. Also viel mehr Kritik an Vogue habe ich eigentlich nicht. Das war es auch schon. Das ist auch schon meine ganze Kritik. Schön, dass wir da einer Meinung sind. Ja, aber... Ich habe schon den Eindruck, dass du noch andere Kritikpunkte sehr häufig äußerst. Also ich meine, wir können... Beispiel? Und vor allem, dass du dem zu... Erwins Kritik am moralistischen Politikverständnis der Walkies, Erwins Politik an der Kriegstreiberei der Walkies beim Ukraine-Krieg, Erwins Kritik an der völligen geopolitischen Blindheit der Walkies, die eben auf diesem moralistischen Politikverständnis beruht, sodass man dem Westen jene noch so dumme Kriegslüge glaubt. Also da gibt es noch einiges mehr an Kritikpunkten, die Erwin in der Vergangenheit geäußert hat. Wie er Alerta andere behandelt hat, also Alerta ist ja sozusagen das Negativbeispiel per excellence. Mhm. Ich glaube, da war doch mal was mit Outlaw, dass er versucht hat, ihn durch über eine PDF zu bannen, war das, hat das Out, war das nicht Outlaw, glaube ich? Ich kann erzählen, was da passiert ist. Also Alerta hat gesagt, hey, ich habe hier so ein Dokument über J.K. Rowling, schaut euch das mal an. Outlaw und die anderen drei, also Panda und Star, haben sich nichts dabei gedacht, das Dokument aufgemacht und was macht Alerta in dem Moment? Da so ein nicht den Twitch-Linien entsprechendes Bild da rein und meldet den Stream und lässt ihn dann eine Woche sperren.
Also ja, und da hast du natürlich recht. Natürlich hat Erwin auch Kritik an den Borg-Methoden, nicht nur an den Inhalten. Aber auch an den Inhalten hätte er noch viel mehr Kritik gehabt. Also hier, ja, lässt er schon ganz viel von seiner Kritik weg, um eben ja, auf, ich glaube, die Kernpunkte, die ihm wichtig sind, zu sprechen zu kommen. Und dann sagt Gregor halt zu Recht halt, du hast doch noch so wesentlich mehr Kritikpunkte an Walkness gehabt. Und ja, tatsächlich hatte Erwin noch viel mehr Kritikpunkte, wenn man sich seine Streams der vergangenen Jahre ansieht. Zu viel Gewicht auch zuschreibst. Also, ich kann mich noch erinnern an eine Streiterei mit Dara. Ich meine, du und Dara hatte Beef, da könnt ihr auch Videos übereinander machen. Und ich weiß jetzt nicht, ich würde dir gern, also ich würde dich gerne mit einem Satz konfrontieren, über den du dich wahrscheinlich ärgerst, wenn du dich davon distanzierst, dann ist das gut. Sag. Aber du hast gesagt, ja, Rechtsextremismus ist scheiße, aber können die Woken nicht auch das Problem sein? Das ist so ein Tenor, den ich von vielen Leuten, die sozusagen Ja, woke-kritisch aber sind, wie ist das passiert? mitbekommen. In welchem Wie ist das Kontext ist das passiert? passiert, diese Aussage? Nein, das wollte ich dich eben fragen, wie du das heute siehst. Aber Weil das wie ist sehe ja ich sicher schon was? eine Kennst Zeit du lang denn? her. Ja, aber verstehst du, warum das gesagt wurde? Nein, bitte klär mich auf. Das wurde deswegen Vielleicht. gesagt, das wurde deswegen gesagt, dass jedes Mal, ich glaube, das ist sogar noch aus dem Zusammenhang damals mit dem Bart und der Gimp-Gespräch, oder diesem Beef, der entstanden ist damals, wo Imp und Bartunek irgendwie über, der Bartunek hat über Rechte geredet, und dann ist Imp gekommen und hat über Woke geredet. Irgendwie so war das. Ich weiß jetzt nicht genau, aber irgendwie so war das so. Und so ähnlich ist meine Aussage auch gekommen, wo ich Woke kritisiert habe. Dann hat es geheißen, hey, aber die Rechtsextremen sind ein viel größeres Problem. Ja, das stimmt schon. Nur der Punkt ist einfach, wenn wir über ein Problem, was wir. Sind sie das? Stellen Rechtsextreme unsere Innenministerin oder stellen Woke unsere Innenministerin? Stellen Rechtsextreme den Verfassungsschutzpräsidenten oder machen das Leute, die man eher dem Woken-Lager zurechnen könnte? Also wenn wir, Außerdem nur oder? weil. Ja, sag ruhig. Nur weil irgendein Problem, die sagen, oh, das Problem ist aber viel größer, da darf man jetzt über kleinere Probleme jetzt nicht mehr reden oder diskretisieren. Ja, Das wäre, sicherlich, das ist sicherlich. auch ein, das ist ja auch, wie sie, die versuchen, das Problem mit den Nationalisten in der Ukraine stumm zu Unter uns schalten. haben sprechen. Sorry, ich bin gerade drauf gekommen. Sprich ruhig weiter. Die wollen ja auch das Problem mit den Nationalisten in der Ukraine ja dadurch einfach stumm machen, da so dass dass man darüber ja nicht diskutiert, nur weil es einen Krieg gibt. Ist also jetzt verboten, über Rechtsextreme in der Ukraine zu reden, nur weil es dort einen Krieg gibt. Das wäre ja so, als ob man nicht sagen dürfte, damals, als der Afghanistan-Krieg da war, da gab es Islamisten. Da hatte komischerweise niemand was dagegen, dass man über den Islamismus geredet. Ja, Islamismus was. Naja, also worüber man beim Afghanistan nicht geredet hat, ist, dass man die Islamisten vor 25, 30 Jahren noch mit Geld und Waffen unterstützt hat. Ah, das ist eine andere Geschichte. Das ist mal ein Problem, das man dann zu lösen vorgibt, vorher selbst geschaffen hat. Aber wie gesagt, andere Geschichte. In der Ukraine, da sprichst du gerade einen sehr, sehr guten Punkt an. Also es gibt gerade keine Partei, die so viel für die Normalisierung von Rechtsextremismus tut wie die Grünen. Also Marie-Louise Beck hat geschrieben, Azov, also dieses faschistische Bataillon, dessen Gründer oder mittlerweile Sturmbrigade der ukrainischen Armee, dessen Gründer Andriy Beletski davon geschrieben hat, dass sich die Ukraine im finalen Kreuzzug aller weißen Rassen gegen das semitisch geführte Untermenschentum befinde. Diese Sturmbrigade da, also total finaler Kreuzzug aller weißen Rassen gegen das semitisch geführte Untermenschentum. Welcher liberale Demokrat teilt nicht solche Auffassungen? Also das ist tatsächlicher Rechtsradikalismus, wo wir an der Stelle mal dabei sind. Den Typen könnte man wirklich mit Berechtigung Nazi nennen. Oder zumindest Bandera-Faschist. Also Bandera-Faschismus war ja mit der NS-Ideologie sehr, sehr eng verwandt. Also Banderas Truppen von der UN, die haben ja dann auch auf Seiten der Nazis gekämpft. Also hier könnte man diesen Vorwurf mal wirklich äußern. Mir sagt man aber, reden wir lieber nicht drüber. Nee, diese Leute kämpfen für ihr Leben mit Freiheit und Würde und liefert ihnen bitte noch mehr Waffen und Geld. Die Haltung der Wokies in dieser Frage. Oder Swoboda, der Chef, da hat ja auch schon ziemliche antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet. Ich habe da gleich einen Link von einem Europaparlament vor ein paar Jahren, wo sie ihn zitiert haben, dass er glaubt, dass
das Judentum eine Massenmord an den ukrainischen Christen plant. Das kann ich ja mal im Discord sehen. Oleg, den Swoboda-Chef. Ah, Swoboda. Der ist ja auch... Ja, ja. Die hießen früher sozialnationalistische Partei Ukraine, also und hatten ja diese Wolfsangel als Zeichen, was ja ein SS-Symbol ist. Warte, ja, hatte auch die Wolfsangel als Zeichen tatsächlich. Die hatten sogar diese Black Sun. Ah, ich habe jetzt European Parliament habe ich da hier gefunden und dann in 2004 Ole Tianibok hat dann gesagt in einem he also claimed that organized Jewry, also Judentum, dominate Ukrainian media and government and have enriched themselves through criminal activities and plan to engineer a genocide upon the Christian Ukrainian population. Und die, soweit ich weiß, Frank Walter Steinmeier ihn doch mal getroffen. Ja. Wie gesagt, also Leute kämpfen, wenn es nach Marie-Louise Beck geht, für ein Leben in Freiheit und Würde. Ich meine, bei solchen Äußerungen, da denkt man doch gar nicht an die finstersten Zeiten unserer Geschichte. Welcher liberale Demokrat würde sich nicht so äußern, der einfach nur in Sorge um sein Land ist? Also, ja. Es ist völlig irre. Ihr merkt, alle Maßstäbe sind verrutscht. Also das, was Seppi hier gerade vorgelesen hat, stellt euch mal vor, irgendein AfD-Politiker hätte sowas gesagt in Deutschland. Der Verfassungsschutz, die Mainstream-Medien, alle würden sich im Kreis drehen und zwar völlig zu Recht. Also das ist wirklich vollkommen rechtsradikales Gedankengut. Und solche Leute sollte man keine Waffen liefern. Und auch kein Geld zahlen. Haben, sprechen. Wir können ja nicht jedes Mal, wenn ich sage, hey, wir Linke haben ein großes Problem, dann kannst du nicht jedes Mal dahergelaufen kommen und dann einfach sagen, ja, aber die Rechtsextremen sind der Größte. Ja, Fakt, das weiß ich schon. Aber das ist mir schon vollkommen klar. Ja, und das ist die Aussage. Das ist die Aussage. Das heißt, diese Aussage von mir bezieht sich eben darauf, dass ich sage, klar gibt es ein Problem mit Rechtsextremen, aber wir müssen auch manchmal die Probleme innerhalb von uns Linken lösen, weil sonst können wir uns gar nicht den Rechtsextremen widmen. Das sage ich praktisch seit 2 Jahren, jeden Tag. Dass solange wir nicht die Probleme, die wir in linken Kreisen haben, beheben, haben wir niemals eine Stärke, die wir aufbauen können, uns den Rechten entgegenzustellen, weil wir uns permanent innerlich zerfleischen und innerlich zerfallen. Mhm. Das ist mein Punkt. Also ich meine, das natürlich kann man das, aber dann, ich meine, wahrscheinlich würdest du es heute anders formulieren. In meinem Chat wird geschrieben, es ging da explizit um Hanau. Also das wurde mir gesagt. Wie meinen die das? Es ging um Hanau zwischen Imp und Bartonek. Da ging es um Hanau. Weißt du noch ungefähr, was der andere gesagt hat? Nein, ist doch vollkommen egal für deine Frage. Ja. Es ist scheißegal. Okay, damit du das sagst, ja. Nein, es ist scheißegal. Weil meine Aussage bezieht sich darauf, was ich schon seit 2 Jahren rede, ist einfach, dass ich sage, wir Linke müssen uns formieren, das sage ich wirklich schon buchstäblich, seit ich diesen Kanal habe. Seit über 3 Jahren sage ich das. Wir Linke müssen uns formieren. Ich habe das auch versucht, uns alle zu verbinden. Ich habe versucht, schon vor 3,5, 4 Jahren habe ich versucht, na gut, 4 Jahre sind es nicht, 2 Jahre, 3 Jahre, keine Ahnung, Zeit vergeht. Habe ich versucht, die Linken zusammenzufügen, zu sagen, hey, pass auf, Dekadent, wen hat es noch damals gegeben, weiß ich gar nicht, die Bleilos wahrscheinlich und noch irgendwelche Leute, habe ich so gesagt, hey, kommt alle zusammen, machen wir einen eigenen Creator-Discord-Server, wo wir zusammenhalten, da war sogar dabei, wo wir alle zusammenhalten und wo wir sozusagen gemeinsam gegen Rechte vorgehen. Nur der Punkt ist, an dieser Stelle hat sich niemand dafür interessiert, wo ich gesagt habe, hey, gehen wir gemeinsam dagegen, da hat sich niemand interessiert, jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht, die meisten von denen, Karl war damals noch für den Kapitalismus, Dara hat sich nur für seine eigene Reichweite interessiert, die Bleilos wollten gar nicht an diesen politischen Debatten teilnehmen, das war so, irgendwie ist aus dem nichts geworden und seitdem habe ich immer versucht irgendwie zu sagen, hey, die Linken müssen irgendwie in irgendeiner Form zusammenfinden und zusammenhalten und dann habe ich gesehen, das funktioniert aber nicht, weil die Leute tatsächlich keinen Bock haben an einer Bewegung, sondern woran sie Bock haben, ist einfach nur
ihre eigene, keine Ahnung, Geld, Klicks, Ruhm, weiß ich auch war nicht. Ich war da nicht dabei, ich kann das jetzt nicht, ich kann nur sagen, in meinem Chat wird gesagt, dass sie das ganz anders wahrgenommen haben. Blödsinn. Die waren doch, wer von denen, die das wahrgenommen haben, war dabei. Was heißt, was sollen sie wahrnehmen? Es haben sehr viele geschrieben. Schreibt es mir in den Podcast. Ich lese ja deinen Chat. Ich lese deinen Chat, wo? Nein, ich meine, ich habe es schöner ausformuliert, die sagen, dass du lügst. So, das haben sie geschrieben. Aber sie können das nicht wissen. Weder waren sie dabei, noch haben sie irgendwas davon mitbekommen. Also, ich kann das auch nicht sagen. Ja, ich schon. Ich kann nur sagen, okay, dann, nein, ich glaube dir das ja auch. Das deswegen, aber ich kann dazu leider jetzt nichts hinzufügen. Musst du auch deswegen, nicht. Habe ich dir auch nicht erwartet. Ich habe dir nur erklärt, du hast mich was gefragt, ich habe dir erklärt, wie es zustande gekommen ist. Humphi, fick dich. Und das ist einfach etwas, was da passiert ist. So, mein Bestreben war jedes Mal zu sagen, wenn wir die Linke nicht auf die Ziele, die wir haben, wie du richtig gesagt hast, eine bessere Gesellschaft fokussieren, sondern wir permanent die Leute abfeiern, die zu uns kommen, sich mit unseren Werten schmücken, aber in Wirklichkeit sind sie so komplette Narzissten und Soziopathen, ja, dann kommen wir nicht weit. Ja, solange wir Leute auf unserer... Ja, aber ich finde auch, das ist ja das perfekte Argument gegen Sarah Wagenknecht. Ich wollte nur auf den Chat hingehen, da steht, jemand hat ja Aufweichung auf Kosten von Lexis medizinischer Versorgung geht. Da wollte ich sagen, da kann er doch auf Lexi zugehen und sagen, hallo Lexi, wenn das stimmt so nicht, hier sind die Beweise und sie könnte sich damit, ist aber kein Grund, jetzt ein Gespräch abzulehnen oder so. Also ist nun jetzt ein Hinweis auf den Chat. Nur weil er meint, dass der Argument mit der medizinischen Versorgung falsch sei. Das können wir gleich diskutieren, ja. Ich denke, ich würde da gerne nicht. Ja. Wir können gerne darüber diskutieren. Aber ich denke, dass solange wir Leute auf unserer Seite haben, ja, die einfach vollkommen, wie soll ich sagen, skrupellos sind und die es als eine Taktik sehen, andere in den Dreck zu reißen und andere in den Dreck zu ziehen und andere zu beleidigen und das als ihre Art von Aktivismus und Selbsterhöhung und Selbstdarstellung sehen, sehe ich da keine Zukunft. Und wenn ich in viele Chats schaue von Linken, sehe ich nur Beleidigungen, sehe ich nur Herabwertungen, sehe ich nur diese Leute. Tun das einfach, weil sie wissen ganz genau, dass sie weder eine Chance haben, noch Argumente, noch irgendeine Form von Genugtuung gegenüber Rechten. Das heißt, sie sind vollkommen machtlos, sie sind ohnmächtig. Und deswegen fangen sie an, herumzubeleidigen. Da laufen sie aus einer Ohnmacht herum und nennen jeden Nazi, ziehen die Leute, nennen sie Rechtspopulisten, Antisemiten, keine Ahnung, was man nicht, aber so wirklich so transphoben. Ich würde nicht sagen, dass das aus Ohnmacht heraus ist, das ist ein Machtmittel. Diese Leute wissen, dass sie kulturelle Hegemonie und institutionelle Macht haben. Sie wissen, dass die Leuten, die sie genug diffamieren, dass diesen Leuten der Stecker gezogen wird, dass da der Verfassungsschutz vorbeischaut, dass diese Leute sozial ausgeschlossen werden. Das wissen sie. Sie wissen um ihre Macht und entsprechend nutzen sie sie. Also ich würde nicht sagen, es passiert aus Wut, aus einer Ohnmacht heraus. Das sind ganz rational kalkulierende Strategen. Also ein Dara, der macht das nicht, weil irgendwie emotional falsch drauf wäre, sondern der weiß schon ganz genau, was er sagt. Und ein Gregor auch. Also alles, was Erwin hier gerade sagt, gilt natürlich auch für Gregor. Ja, aber so es kommt doch an, wen Leuten. Man so nennt, oder? Natürlich, kommt doch, natürlich. Ist doch schon jemand, natürlich. Also, wer wurde denn nur ein Beispiel? Ich rede also, davon, Agitator mittlerweile, ja. Ich rede davon, dass Leute also, so bezeichnet wurden, die es nicht verdient haben. Darum geht's. Und die es nicht bewiesen haben, dass sie so drauf sind. Das ist der einzige Punkt. Ja? Wenn du natürlich eine Nazi bist, bist der Erste, der sagt, gut gemacht. Ja, ja na klar, gut. Aber jetzt habe ich zum Beispiel ein Problem mit dir, wenn du zum Beispiel argumentierst, dass die ganzen Woken Autoritäre sind, die ihre Vorstellung darüber, wie eine gute Gesellschaft ausschaut. Nein, das habe ich weiß nicht mehr, wie du es genau formuliert hast, aber so hast du schon kommuniziert, dass der Wokismus und die Vertreter des Wokismus, eine gesinnungsautoritäre Bewegung ist. Also nein, ist das nein, nicht etwas, nein. Was du lange kommuniziert hast? Nein, das ist nicht, was ich sage. Noch einmal. Autoritäre Narzissten, die nichts mit Wokismus zu tun haben, haben sich in den Wokismus eingeschlichen, um sich damit zu identifizieren, also um sich damit zu schmücken und wüten jetzt dort und greifen Menschen an, die actually sehr base sind. Und sie sind damit das Problem. Darum geht's. Es geht darum, dass Narzissten, Soziopathen, Karrieristen reingekommen sind in linke Bewegungen und linke Bewegungen aushebeln und es ihnen nicht mehr um die Sache geht, sondern nur um ihren eigenen Gewinn. Und dafür gehen sie über Leichen. Das ist mein Problem. Und woher willst du das wissen? Weil ich viele davon gesehen und erlebt habe und auch, glaube ich, jahrelang damit verbracht habe, ganz klar aufzuzeigen, wie sie operieren und wie sie da vorgehen. Da gibt es wirklich hunderte Videos auf meinem Kanal.
Aber ja, ja. Und wenn ich jetzt über die Sarah Wagenknecht zum Beispiel etwas sage, was ich ehrlich glaube, was ich wahrscheinlich nicht beweisen kann, im Sinne von, ich kann nicht wissen, was in ihrem Kopf vorgeht, aber dass die Sarah Wagenknecht eine Person ist, die in gewisser Weise ein, ja, was gesellschaftliche Themen wie LGBT und so angeht, ein bisschen nicht ganz mit der Zeit gegangen ist, die ein bisschen der Ansicht ist, naja, darum wird zu viel Lärm gemacht, die auch irgendwie ein Problem damit hat, dass so viele Ausländer hier sind, was ja sehr interessant ist, wenn man sich zum Beispiel ihre Argumentation anschaut, dass sie kein Problem hat, dass Leute innerhalb von Deutschland herumziehen, um einen Job zu finden, aber wenn Leute außerhalb von Deutschland herkommen, naja, dann nehmen sie der hiesigen Bevölkerung die Jobs weg, also das ist eine klare Unterscheidung zwischen Menschen, die hier sind versus Menschen, die nicht hier sind, abhängig von Staatsgrenzen, was ich ja überhaupt nicht verstehe, wie man als Linker das als relevante Grenze ziehen kann. Das alles sind jetzt Unterstellungen. Wenn ich das jetzt einfach... Gut, okay, wir werden wahrscheinlich nicht bis zum Migrationsteil kommen, der am Ende diskutiert wird. Ist relativ redundant, sind wie immer die gleichen Argumente. Ja, Staatsgrenzen, die gibt es nun mal in der Realität. Selbst wenn du sie auf einer abstrakten Ebene ablehnen magst, so musst du doch mit ihnen umgehen, wenn sie in der Realität existieren. Du kannst nicht deine Wünsch dir was Welt mit dem aktuellen Zustand vergleichen und dann jede Maßnahme, die uns vermeintlich näher an deinen Wünsch dir was Zustand bringt, befürworten. Also beispielsweise schrankenlose Migration. Also das ist doch völlig irre. Wenn du einfach sagst, ja, ich hätte gerne, dass jeder Mensch überall leben können sollte, wo er gerne leben will. Und wie bringe ich uns näher an diesen Zustand? Ja, indem ich allen erlaube, nach Deutschland zu kommen, die hierher kommen wollen. Sprich, dass ich eine riesige Emigration aus Osteuropa, aus Staaten, wo sowieso schon sehr viele Fachkräfte fehlen, wo sowieso schon nationalen Volkswirtschaften extrem stark durch die Abwanderung von Arbeitern geschwächt wurden, indem ich das alles noch weiter beschleunige und die ganzen Leute hier nach Deutschland hole und hier Dumping von Löhnen und Sozialstandards stattfindet. Also das ist kein vernünftiger Vorschlag. Du musst dir doch die realen Folgen deiner Maßnahmen ansehen und nicht und das nicht auf Basis irgendeiner abstrakten Moral begründen. Das ist ja dieses Absurde an diesem moralistischen Politikverständnis. Ja, ohne Rücksicht auf die Nebenwirkungen. Einfach. Und natürlich dann den Grund nehmen, nicht mal gelten lassen. Ja, ist doch viel wichtiger, die Situation vor Ort zu verbessern, damit überhaupt gar nicht zur Flucht kommt. Das ist doch viel besser, weil dann die Leute nicht übers Mittelmeer fahren müssen und diesen Risiko auf sich nehmen. Wenn wir jetzt endlich mal die Afrikaner nicht ausnutzen, sondern mal ordentlich ihnen helfen. Ja, absolut, absolut. Oder nimm mal die Länder, aus denen die meisten Flüchtlinge kommen, Syrien und Afghanistan. Beide werden durch brutalste westliche Wirtschaftssanktionen am Boden gehalten. Die Sanktionen sollten ersatzlos gestrichen und die Regierung dieser Staaten als legitime Regierung anerkannt werden. Also mit allen Folgen, die daraus hervorgehen. Also wir sollten auch die Taliban, auch Assad wieder als normale Handelspartner betrachten. Also das würde sehr viel mehr zur Bekämpfung von Fluchtursachen beitragen, als irgendwelche Gender-Projekte in irgendwelchen afrikanischen Staaten zu finanzieren. Okay, das war jetzt, muss ich zugeben, doch etwas verkürzt und populistisch, der Einwand, aber es ist ja leider so. Also wir verhängen Sanktionen gegen Länder wie Syrien, die sich dadurch den Wiederaufbau nicht leisten können, aber gleichzeitig fühlen wir uns als total toll, weil wir ein bisschen Geld in Entwicklungshilfe gesteckt haben, was dann sowieso in den Taschen irgendwelcher korrupter lokaler Eliten oder unserer eigenen Konzerne versickert, aber das ist dann noch eine ganz andere Geschichte. Und vielleicht sollten wir aufhören, andere Länder durch in Failed States zu bomben, wie Irak, Libyen und Syrien. Ist ja natürlich, man kann ja jetzt mal angucken, ist es wirklich besser geworden in Libyen, seitdem Gaddafi nicht mehr da ist. Oh. Okay, wir können weitermachen, oder hört ihr mich nicht mehr? Wir hören nicht alle. Du hast absolut recht mit deinem Punkt. Hast okay. Wie gesagt, guter Punkt. Also Syrien und Afghanistan sind so zerstört, weil der Westen meinte, da reingehen zu müssen. Libyen natürlich genauso. Einfach so sagen, ja auch logischerweise fragen, woher weißt du das? Würde ich es nicht so formulieren. Ich habe einfach ein Problem, dass du über breite Teile einer, im weitesten Sinne, auch natürlich habe ich mit den Meinungsverschiedenheiten, im weitesten Sinne progressiven linken Bewegungen, die auch Fehler machen und die vielleicht das auch als Eigennutz machen, darauf geschissen, dass du mit denen allen so umgehst, als wollten die irgendwie eine linke Bewegung missbrauchen. Das ist einfach nicht so. Und vor allem,
unabhängig davon, was jetzt eine Person privat will, allein schon dafür, dass sie öffentlich Flagge zeigt und Stellung bezieht, trägt sie dazu bei, dass linke Positionen in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen werden. Und jede Person, die im Internet ist und irgendwie sagt, ja, Trans Rights und so, hilft, das Bild einer starken Bewegung an inklusiven Personen darzustellen, was dann wiederum für Parteien attraktiver ist, sich daran zu... Also unabhängig, dass das nicht unbedingt indikativ ist für alles, was du ihnen dann unterstellst. Ja, warte kurz, und es geht nicht darum, dass ich irgendwie losziehe und Leuten sage, hey, ich glaube, dass diese Person uns schadet, oder ich glaube, du kannst es beobachten, du kannst es einfach sehen. Du kannst einfach hingehen und du kannst einfach sehen, zum Beispiel der Seth Van Doom, den kennen alle, der schadet einfach Linken. Wenn so ein Typ sich für links ausgibt, schadet uns das allen. Wenn der Typ einfach Frauen so betitelt, bezeichnet und beschimpft und erniedrigt, ist er einfach ein Nachteil für uns objektiv betrachtet, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Das Gleiche denke ich über Menschen, die irgendwo hingehen und irgendwelche Menschen, die nichts damit zu tun haben, sondern die eher links sind, anfangen, vollkommen runterzuziehen und Nazis zu nennen oder irgendwas anderes zu beschimpfen, versuchen, ihnen das Leben zu ruinieren. Das ist schrecklich. Das ist Wahnsinn, was da passiert. Das ist ein fucking Wahnsinn. Kommt drauf an, von wem wir reden. Kommt drauf an, von wem wir reden. Ich bin mir sicher, dass Linke im Internet Leute als Nazis bezeichnen. Ja, also es gibt Linke, die gehen hin und bezeichnen andere Linke als rechtsradikal und versuchen ihnen auf Basis dessen ihr Leben zu ruinieren. Und Gregor so, kommt drauf an, bei wem wir das machen. Also kommt drauf an, ob es strategisch sinnvoll ist, wahrscheinlich. Passend. Ich rede von das tun, offensichtlich. Nein, aber wen bezeichnen die als Nazis? Die Leute, die das Leute, tun. Ich sage ja ungerechtfertigt zum Beispiel. Ich habe schon. Ja, Leute, die ihrer Ideologie widersprechen. Beispielsweise ein Outlaw, wo du sagst, er verhielte sich wie ein Rechtsradikaler. Völlig irrer Vorwurf, hat nichts mit der Realität zu tun. Du äußerst ihn trotzdem, um Outlaw zu diskreditieren. Zum Beispiel gesehen, dass das ist ungerechtfertigt. Ich kann dir zum Beispiel Beispiele nennen. Was ist zum Beispiel mit Sinan von Sinans Woche? Was ist zum Beispiel mit deinem Gronkh, der angegriffen wurde? Was ist zum Beispiel mit... Der Gronkh als Nazi bezeichnet oder einfach als Rechter? Naja, der Rechtsradikal, glaube ich, oder so. Was hat man gesagt? Gronkh ist auch Rechtsradikal. Er ist nicht Nazi. Also ich finde, es ist unpassend. Er wurde als transfeindlich beschimpft, weil er Hogwarts Legacy gespielt hat. Also das war der wirklich größte Witz. Also das war doch ein perfektes Beispiel für diese für diese moralistische Walk-a-Cancel-Culture. Leute wollen einfach nur ein Computerspiel spielen und wenn sie jetzt spielen wollen, werden sie jetzt transfeindlich beschimpft und versucht zu canceln. Nein, aber komm, du verstehst doch, wovon ich rede hier. Es geht darum, dass man sich permanent fucking lächerlich schon, macht und damit macht man einfach uns alle lächerlich. Wenn du hingehst und du einfach einen Gronkh als transfeindlich bezeichnest, wenn du hinkommst und mich einen Rechten nennst, dann machst du dich einfach nur fucking lächerlich. Und das Schlimmste ist, du machst die ganze fucking Linke lächerlich. Das ergibt doch überhaupt keinen fucking Sinn. Kein normaler Mensch schaut sich das an und denkt sich, ja. Ich finde, dass das extrem hohe Standards sind. Die kann auch keiner erfüllen. Was sind hohe Standards? Warte. Keine rufschädigenden Lügen über andere Leute zu verbreiten, ist ein hoher Standard. Merken wir uns. Oder interpretiere ich da gerade zu fies, Seppi? Nee, also ich war kurz mal weg, also ich habe jetzt nicht ganz gehört, was du gesagt hast. Achso, dann wurde abgelenkt. Dann lasse ich weiterlaufen. Ja, ich habe gesehen, du hast schon wieder ein Abonnement verschenkt. Danke. Warte, Standards, dass du andere nicht beleidigst und nicht sind? Das sind hohe Standards? Ja, manche, also wie soll ich sagen, wie viele Leute schreiben gerade in meinem Chat? Ich hab derzeit 400 Zuschauerinnen. Wenn man jetzt durch meinen Kanal durchgeht, ich bin mir sicher, da sind mal Nachrichten drinnen, wo ich sage, Alter, das ist ja dumme Scheiße, die einfach nur durchsickert. Aber ich verstehe jetzt nicht, dass man aus einzelnen Nachrichten, und Hannah Morito schreibt hier in den Chat, was hat sie geschrieben? Dass sie gesagt hat, ist jetzt rechts. Ja, jemand anderes schreibt, Gronkh wurde nicht radikal. Also wenn jemand sagt, Gronkh ist rechts, ich meine, ist falsch, aber ich verstehe jetzt nicht, wieso das so extrem ist, der Rede wert ist. Ich würde eher sagen, das ist etwas, was wir totschweigen sollten. Nicht im Sinne von, wir erwähnen es nie, aber ich finde, dass dem zu viel Gewicht beigemessen wird. Aber der Punkt ist, dass nicht wir dem das ein Gewicht zumessen, sondern ich schaue einfach, wie die gesamte Internet-Community sagt, diese Woken, diese Linken sind einfach verblödet und krank und böse. Ja, aber das sind Menschen, die halt selber... Ja, bezogen auf Leute wie Gregor, stimmt das? Überhaupt nichts mit progressiven Themen am Hut haben, denen ist das wurscht. Ja, denen fällt es sehr leicht, sich über Leute lustig zu machen. Viele von denen kannst du nicht erreichen. Also ich rede jetzt nicht von Kuchen-TV, aber zum Beispiel. Dann kann ich einfach loslaufen und jeden Hurensohn nennen und jeden Nazi nennen, dann ist ja eh schon alles egal. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Naja, aber das ist ja, worüber wir reden.
Von wem reden wir? Also wenn wir uns wir reden darüber. Also da war Erwin tatsächlich etwas zu undifferenziert. Es geht nicht darum, jeden Nazi zu nennen, sondern nur jeden, der der Woken-Ideologie widerspricht. Also da sollte man schon differenzieren. Scharfe Kritik an Wokeness plus konservative Haltung gleich Nazi. Und rechtsextremer, rechtsradikaler Fascho ist ja eh alles das Gleiche. Antisemit, Verschwörungstheoretiker sowieso. Also diese Begriffe bedeuten ja mittlerweile eh alle das Gleiche. Wenn wir über QTV-Fans sprechen, ich glaube, QTV-Fans, das sind keine dummen Menschen. Also wenn ich, wenn ich da jetzt sorry, Sebi, wie gesagt, du kannst auch auf Pause stellen, wenn du was sagen möchtest. Was mir aufgefallen ist, die Wokies reden gar nicht oft über Politik. Sie sagen zwar, ja, den Kapitalismus überwinden oder den Kapitalismus verbessern, also abschwächen oder so, aber wie und was, das wird kaum gesagt. Die reden einfach nur gerne über alles gegen AfD, oder die LGBTQ oder diese andere Identitätspolitik, die sie machen, aber von Wirtschaft habe ich da wenig gehört, was die dort in den Streams machen. Ja, das auf jeden Fall recht. Wirtschaftspolitik thematisieren die fast nie. Und sie, also die Leute, mit denen sie darüber wirklich grundlegende Debatten führen könnten, also nicht nur eine eigene Blase schwimmen könnten, sondern wo sie wirklich grundlegende Debatten führen könnten, Libertäre beispielsweise, sie werden von denen ja auch reinweise als rechtsradikale Rassisten oder sonst was verleumdet. Also also wie gesagt, diese Begriffe sind sowieso austauschbar. Ich meine, die Wokies, die haben ja Wirtschaft, also einige von den Wokies, bei Gregor weiß ich, die wissen da ja schon einiges. Also die sind ja nicht komplett ungebildet, zumindest ein Teil von denen. Aber sie gehen halt nicht in Debatten, sie sind nicht zu Debatten bereit, weil die Leute, mit denen sie darüber reden könnten, das sind ja alles böse, böse Rechte und mit denen darf man nicht reden. Und es ist auch maximal verlogen, dieser Antikapitalismus. Also das ist ja genauso wie bei diesem Antifaschismus. Ja, ich bin gegen Faschismus, außer es geht um Rechtsradikale in der Ukraine. Liefert denen bitte noch mehr Geld und noch mehr Waffen. Oder in Israel, die können auch noch mehr Geld und Waffen kriegen. Also was Ben-Wir oder Smotrich da sagen, es ist dann doch nicht so schlimm. Also da ist unsere Staatsräson schon wichtiger. Es ist verlogen. Und genau das Gleiche gilt für den Antikapitalismus. Also ich bin gegen den Kapitalismus, aber lieber kapitalistischer Großkonzern Amazon, könntest du mal bitte diese unliebsamen Streamer hier sperren, die nicht in mein Weltbild passen. Also es ist völlig verlogen, wie alles bei denen. Oder Waffenlieferung an Saudi-Arabien. Jemand muss ja, wie sollen wir unsere Fahrradwege in Peru bezahlen, wenn wir nicht jetzt Saudi-Arabien Waffen liefern? Es war ja tatsächlich, also die Formulierung von Baerbock war ja tatsächlich noch widerlicher. Sie hat gesagt, ja, wir brauchen ja Geld für die Kinder grundsicher. Also Lisa braucht Geld für die Kinder. Also gemeint war Lisa Baus, die Kindergrundsicherung bezahlen würde. Am Ende haben wir eine Kindergrundsicherung bekommen, die nicht der Rede wert ist, wo das meiste Geld eher in Bürokratie versinkt und gar nicht bei den Kindern ankommt. Und die Waffen dann in Saudi-Arabien werden trotzdem geliefert. Also Deutschland muss unterstützen, dass Saudi-Arabien in jedem Kindertod bobt, damit hier eine Kindergrundsicherung finanziert werden kann. Auf diesem, ich sag mal so, moralischen Niveau bewegt sich die Grüne Partei. Also das fand ich mehr oder weniger sinnbildlich. Oder dass sie im Ausland Journalisten töten. Die angeblich soll dort ja der, wie hieß diese, dieser Trojaner von Israel? Ach so. Dieser Pegasus, die haben ja jetzt so einen schönen Spionage-Software für iOS und Android. Und da soll ja dieser, haben Saudi-Arabien angeblich gegen den Journalisten Khashoggi genutzt, um ihn dann anzulocken. Was hat Deutschland da überhaupt Sanktionen gemacht? Da haben wir tatsächlich die Waffenlieferung pausiert. Die wurden aber von unseren heldenhaften moralischen Grünen wieder in Gang gesetzt, die Waffenlieferung. Denn wir brauchen ja Geld für die Kinder. Da hat bestimmt der König gesagt, ich verspreche, wir werden Khashoggi nicht nochmal umbringen. Und dann so, okay. Ja. In die Optikfalle trete und irgendwie was ganz Dummes sagt, dann kann ich die mit guten Argumenten abholen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Fans von einem Skouros
die ihn ja extra dafür feiern, dass er jemanden wie Andrew Tate, der mittlerweile gerichtlich festgestellt Menschenhandel betrieben hat von jungen Frauen, wenn jemand explizit das feiert und seine Zuschauer auch sagen, ja, das finde ich geil, dass der den Andrew Tate so cool findet, die kann ich nicht, also wir müssen uns das schon anschauen. Und ja, aber komm, darüber rede ich doch nicht. Du verstehst doch den Unterschied zwischen, ich kann Andrew Tate-Fans nicht abholen und du als linke Bewegung oder du machst die linke Bewegung im Internet als Ganzes zur Lachnummer. Komm schon, du verstehst doch, ja, wovon ich rede. Die Frage ist, ob und das ist diese Sache so fucking überhöht wird. Das ist eine Chatnachricht. Ja, aber es wird nicht überhöht. Du entscheidest eben, und das ist genau der Punkt, du entscheidest nicht, was überhöht wird, sondern die Gesellschaft entscheidet, was überhöht wird. Und mittlerweile sind wir schon dort angekommen, dass die gesamte Gesellschaft dasteht und von oben herab auf die Woken schaut und lieber bereit ist, die AfD zu wählen als die Woken. Einfach weil die Woken ihnen mit diesen ganzen Sachen der letzten Jahre schon so unfassbar am Sack gehen und sie so einen Hass auf diese Menschen entwickelt haben, die einfach Menschen das Leben nur schwer machen. Und ich sage... Wollen wir darüber sprechen, wieso Leute die AfD wählen? Ich na bin komm, du verstehst nicht, komm ja jetzt nicht mit dem Linke machen Rechte, bitte lass das. Du verstehst doch, wovon ich rede. Du kannst doch nicht leugnen, dass es da draußen eine Menge Leute gibt, die sagen, ich würde... Ja, Linke machen Rechte. Also schau dir die Rechten an, die wenigsten sind da reingeraten, weil sie ideologisch davon überzeugt sind, also weil sie ideologisch überzeugte Nationalisten wären, die, keine Ahnung, gerne Kaiser zurück hätten. Nein, das wollen die wenigsten. Oder irgendwie anders grundsätzlich konservativ oder sehr weit rechts stehende Werte hätten. Das ist ja bei den wenigsten der Fall. Die meisten sind einfach abgefuckt von der Richtung, in die sich dieses Land gerade entwickelt. Die meisten wollen nicht, dass wir deindustrialisiert werden. Die meisten lehnen noch mehr Einwanderung ab und sie lehnen vor allem das ab, was seit 2015 passiert ist. Und die meisten lehnen auch diese ganze Gender-Ideologie, diesen Woke-Wahn ab. Und da haben sie durchaus gute Punkte. Also deswegen, das sind ja Projekte, die von der Linken, wie gesagt, es gibt ja kein einheitliches linkes Lager, aber wenn man jetzt mit der Linken so Leute wie Gregor meint, komplett unterstützt wurden. Das sind ja alles Dinge, weswegen sich die Leute von der Linken abwenden. Das ist ja der Grund, warum die Linkspartei gerade untergeht, während die AfD bei rund 20% steht. Also das ist ja kein Zufall, dass die Leute, die Protest wählen, eben AfD wählen und nicht Linkspartei. Weil die Linkspartei eben so einen staatstragenden Kurs gefahren hat, so einen komplett woken Kurs, so einen Pro-Immigrationskurs und bei ihren eigentlichen Kernfeldern wie Friedenspolitik komplett alles verraten hat, wofür sie eigentlich stand. Da mal Erwin mit, als er mit Dara gesprochen hat, ja, mal einen schönen Kommentar gemacht. Sind jetzt alle über Nacht Nazis geworden, die damals von der Linken zur AfD gewechselt sind? Daras Antwort, ja, das sind alle Verschwörungsideologen. Die haben vorher schon an eine Verschwörung geglaubt und leider die Linke gewählt, jetzt sind sie bei ihrer wahren Bestimmung angelangt. Also der Talk war wirklich krank, da haben wir auch schon drauf reagiert, den du gerade ansprichst. Also das ist wirklich... Schaut euch diesen Talk gerne nochmal an. Also Erwin vs. Dara, da findet sich unglaublich viel Material und da legt Dara diese Woke-Ideologie wirklich so klar auf den Tisch. Also so offen sprechen die Woken heute nicht mehr. Das meine ich mit dem Gregor ist eloquenter. Viele Dinge, die Dara da rausgehauen hat und die auch hundertprozentig ehrlich sind, die würde Gregor jetzt viel verschwurbelter ausdrücken, so dass es nicht mehr so vollkommen geisteskrank klingt, wie es tatsächlich ist. Nie einfach nur komplett kaputte Woke sind. Ja, eben. Und ja. Warum lassen wir das als Woke oder Linke zu, dass solche komplett kaputten Idioten alles ruinieren? Nein, wenn jemand im Internet cringe ist, dann sagt es, der cringe ist. Ich weiß nicht, aber ob jeder Tweet im Internet... Nein. Niemand sagt, dass du cringe bist. Wenn du dich hinstellst und du sagst, ja, wir sind die Linken, wir sind die Antifaschisten, wir kämpfen für marginalisierte Personen und dann ziehst du los, baust Scheiße. Wir werden alle danach gemessen. Genauso wie alle Rechten nach einem Rechten gemessen werden. Warum werden die... Nein, werden sie nicht. Das ist ja genau das Problem. Problem in der öffentlichen Wahrnehmung nicht. Hör auf, so ein Bullshit. Jeder nimmt den Schlomo her und sagt, die sind alle so in der Honigwabe. Ja, komm, hör auf. Wir wissen doch, in der Honigwabe, aber nicht jeder sagt, ja... Ja, aber das stimmt ja auch nicht. Wir sagen nicht, jeder AfDler ist ein Nazi. Ja, aber das stimmt ja auch nicht. Aber das nicht genug. Ja, Dara sagt das. AfD-Politiker. Nein, Dara... Stay, also einer der größten Walken-Streamer, sagt doch, jeder AfD-Wähler sei ein rechtsextremer Faschist. Wenn ich mich recht entsinne. War das, glaube ich, Stays Wortwahl. Also die Reaktion, die ist ja hier auf meinem Kanal zu finden. Schaut da gerne mal vorbei. Da habe ich ja auf diesen wirklich unfassbaren Ausschnitt von Stay reagiert, wo er einfach nur ein paar migrationskritische Kommentare vorliest und daraus dann so vollkommen irre Schlussfolgerungen zieht. Jeder AfD wählt, ist ein Rechtsextremer, sagt Dara. Wie dumm ist dieser scheiß Take? Verstehst du? Und dann kommen irgendwelche Leute und sagen, ja, so dumm sind die Linken. Und dann gehen einfach Leute her und sagen einfach, das sind die Linken. Bro, mit diesen Leuten will ich nichts zu tun haben. Und zu Recht, wenn man da sieht. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, hey, wir sollten
irgendwo ein bisschen überlegen, wie kommen wir draußen an, aber das interessiert niemanden. Ich gehe in die Chats von diesen sogenannten Linken. Alter, dort geht es überall zu, als bei den Rechtsextremen. Was Menschenverachtung angeht. Das ist unglaublich. Was? Viele... Also, schau. Moment. Nein, pass auf, wenn ich zu einem Tanzplakat... Dass jemand ein Arschloch ist oder dass jemand... Nein. Zu sagen, dass jemand ein Arschloch ist oder kein Recht hat, am politischen Prozess teilzunehmen, ist nicht so schlimm, wie das, was in rechten Chats stattfindet, wie es gesagt wird, ja, Schwarze haben per Genetik niedrigen IQ. Also nein. Alter, was Leuten, also, das kann ich nicht was, dass Leuten Gewalt angedroht wird, dass Leute beleidigt werden, dass Leute herabgewertet werden, dass Leuten sozusagen Menschenrechte abgezogen werden können, das was liest du... Was ja Gott sei Dank in rechten Kreisen nie passiert. Das liest du in keinem rechten Chat. Weißt du das? Ja. In welchem rechten Chat? Warst du schon mal bei Clownswelt am Dienstag oder am Donnerstag bei Kaspercast? Das liest du bei ihnen im Chat nicht. Solche Sachen liest du nicht bei ihnen. Die unterhalten sich normal. Die haben nicht dort, dass sie sagen, keine Ahnung, scheiß Ausländer oder so. Machen sie nicht. Sie drücken das anders aus. Sie drücken das so aus, dass wenn du reinkommen würdest und das... Ja, natürlich. Okay. Waterfruit schreibt sie gerade in den Kommentaren, Erwin, wenn man die richtigen verachtend behandelt, ist das linke Basisarbeit. Ja, und genau das ist der Punkt. Genau das legt hier Erwin wirklich wunderbar dar in dem Gespräch, deswegen reagieren wir hier auch darauf. Grüße an der Stelle nochmal an About a Fruit, ist auch ein vernünftiger Streamer. Natürlich tun sie das, aber der Punkt ist... natürlich sagen sie es, aber was ich dir hier... Ich fall doch nicht auf deren Trick rein. Ich fall doch nicht auf den Trick. Ich fall doch nicht auf den Trick rein. Ich versuche dir nur zu erklären, wie debil die fucking Linke ist. Dass sie einfach es nicht rafft, dass wenn sie einfach jedes Mal, wenn ein normaler Mensch in ihren Chat reingeht, sich denkt einfach, dass sie bei Nazis sind. Das ist das, was ich dir versuche zu erklären. Und das ist meine Kritik daran. Komm, das raffst du. Komm. Ich habe ein Gespräch mit ihm gehört, stell dich mir nicht dumm. Ich weiß, dass du nicht dumm bist. Nein, das ist nicht meine... Ich weiß, was du mir sagen willst, das ist nur nicht meine Erfahrung. Also vielleicht stelle ich mich jetzt aus deiner Sicht dumm, aber das ist einfach nicht meine Erfahrung. Okay, pass auf, wenn das nicht deine Erfahrung ist... Wenn das deine Warnung ist, ist okay, aber ich lese die Chats. Pass auf, ich lade dich ein. Ich habe, wie gesagt, die letzten Jahre damit verbracht, das aufzuzeigen, Video für Video. Was glaubst du, warum so viele Leute du gerade in deinem Stream hast, die mich so fucking hassen? Weil sie die fucking Kritik nicht vertragen, die ich aufgezeigt habe. Weil ich einfach hingegangen bin, um zu zeigen, wie fucking fake, verlogen und menschenfeindlich diese Leute sind. Und jetzt sind sie in deinem Chat und jetzt hetzen sie gegen mich, wie immer. Es ist vollkommen klar. Weil Seppi, du kannst jetzt kurz ohne mich weiter reagieren. Ich hole mir noch mal kurz einen Tee. Mein Tee ist alle. Also, aber du hast ja Stream Together an. Also du kannst hier drauf reagieren, ohne dass ich da bin. Also Ja, ich sehe es, okay. Du hast ja sowieso ein Raid gleich gestartet an. Nee, alles gut, wir reagieren noch weiter. Es war jetzt einfach nur, damit die Leute mal zu diesem Streamer namens Skatbahner rübergehen. Ich kann ja auch gleich wiederkommen, wenn sie wollen. Also das mache ich manchmal, dass ich mal so einen kleinen Streamer mittendrin raide, wenn ich möchte, dass die Leute mal auf den aufmerksam werden. Also die Leute können gleich wiederkommen, wenn sie wollen. An der Stelle, wie gesagt, Seppi, du kannst kurz alleine weiter reagieren. Okay, also... Hätte ich nicht recht, würden sie einfach nur lachen. Es wäre ihnen egal. Aber ich treffe sie fucking jedes Mal mit dem, was ich sage. Chef, vielleicht kann ich meinen Punkt neu formulieren. Vielleicht hast du noch nicht verstanden, worum es mir geht. Mir geht es nicht darum, dass man nicht prinzipiell... Also natürlich muss jede Bewegung... Und, ja, ist ganz schön, wenn ich sage, die linke Bewegung... Aber natürlich müssen auch Linke kritikfähig sein. Und natürlich, wenn Fehlverhalten im Chat an den Tag gelegt wird, dass irgendwie gesagt werden, ja, wir schicken alle... obwohl ich meine, die Zeile Faschus ins Lager von... warum fällt mir jetzt der Name nicht ein? Desaster. Die ist schon cool, aber... natürlich kann man das kritisieren. Was findest du cool daran? Was finde ich cool daran? Ich finde, es ist sehr stilvoll. Faschus ins Lager? Ja, findest du die Zeile nicht gut? Naja, also ich finde, die Zeile ist ein optischer Selbstmord. Es ist einfach praktisch, hast du damit jedem Rechten zugestanden, dass er behaupten kann, dass ihr und sie gleich seid. Nämlich, weil die wollen auch Leute ins Lager sperren und schau die Linken doch auch, wo ist der Unterschied? Und dann aber darf man sich nicht beschweren, wenn irgendwelche Normis daherkommen und sagen einfach so, hey, Linksextreme, Rechtsextreme, ich bin gegen alle Extreme. Ja, da darf man sich nicht beschweren, weil diese ganzen Linken haben schon mittlerweile komplett die Methoden von den Rechten übernommen. Es ist ihnen scheißegal. Weißt du? Ich finde, es ist ein Unterschied, wenn man es in einem Song macht oder wenn man das in einem Video fordert, wie viele Rechte in Videos und in Talks auf Twitch und so fort. Na, finde ich keinen Unterschied. Ich finde, es ist ein Riesen... Okay, dann... Wenn mir jemand kommt und sagt einfach... Dass etwas in der Kunst was anderes bedeuten kann... Ich finde, wenn jemand zu mir kommt... Die Kunstfreiheit geht weiter als die Meinungsfreiheit. Und ja, bla. Das hat alles keinen... Du kannst mir hier irgendwas von Freiheit und Gesetzen und Scheißdreck erzählen. Ich erzähle dir, wie die Linke einfach absteckt in der öffentlichen Wahrnehmung und sich selber alle Wege verbaut. Und jetzt kannst du mir irgendeinen Bullshit erklären oder... Und dann kann ich dich aber nicht ernst nehmen und dann kann ich wieder nur sagen, okay, du bist nicht interessiert daran, dass die Linke gewinnt. Du bist daran interessiert, und das ist genau das Problem, das ich habe. Mit vielen Gab es einen großen Shitstorm über Desaster wegen der Zeile oder ist die eigentlich nicht so wirklich wahrgenommen worden? Es ist scheißegal. Gab es irgendwie eine gab's, es nein, geht nein, nein, nicht um Desaster. Es geht nicht darum. Du musst abstrakt denken. Ich weiß schon, aber wir waren jetzt an dem speziellen Fall. Also, ich würde sagen, es geht darum, wenn du doch verstehst, was ich sage. Okay, das ist relevant. Ich verstehe. Ich würde es gerne nur formulieren, wieso wir trotzdem einen anderen Schluss ziehen.
Es geht um die öffentliche Einschätzung. Okay? Richtig. Es geht darum, dass wir um die Deutungshoheit kämpfen. Mhm. Richtig? Absolut richtig. Dann ist vielleicht nicht der richtige Weg. Wohl Minus mal Minus ergibt nicht Plus, beziehungsweise man muss ja nicht unbedingt dieselben Methoden verwenden. Nur weil die anderen das machen, muss man nicht selbst so schlecht werden. Und Deutungshoheit, bedeutet ja nicht unbedingt, dass man alle anderen Meinungen entfernt. Man sollte ja so viel, wie nennt man es, so viel Ehre haben, die anderen ihre Meinung zu lassen, solange sie nicht gegen das Gesetz sind, beziehungsweise zu Gewalt aufrufen. Einen kleinen Furz, den Linker in dem Twitch-Chat falsch setzt, oder vielleicht eine Musikzeile, die du geschmacklos findest, zu jedem Scheißding ein Video zu machen, sondern vielleicht ist der richtige Punkt zu sagen, ja, okay, die Zeile finde ich scheiße, aber schau dir mal an, was bei diesem Potsdam-Treffen gesagt wurde. Also Whataboutismus einfach. Nein, nicht Whataboutismus. Es ist Whataboutismus, das ist die Definition von Whataboutismus. Ich würde gerne erklären, wieso ich nicht finde, dass Whataboutismus ist. Ich finde, das ist nicht... Mit Deutungshoheit ist also gemeint, dass alle anderen Meinungen nicht akzeptiert werden. Oder meinst du mit Deutungshoheit, dass man sozusagen die größte Reichweite hat? Hey, ich habe jetzt gerade nicht gut genug zugehört, um zu wissen, was er mit Deutungshoheit genau meint. Deswegen lass mal weiterlaufen. Natürlich. Wir ein kleines Problem haben und ein großes Problem haben und ich sage, ja, okay, ich finde das kleine Problem, können wir uns auch drüber kümmern, aber bitte behalten wir doch in der Perspektive, was die wahre Gefahr ist. Und du bist ja auch der Ansicht, dass die Rechten eine größere Gefahr sind für Aktivisten auf Twitter. Ja, aber wenn du zu mir kommen würdest und würdest sagen, wir haben Probleme bei uns Linken, würde ich nicht sagen, ja, aber schau dir mal die Rechten an. Das würde ich nicht tun, sondern ich würde dich fragen, welche Probleme haben wir mit Linken. Ja, doch, du hast gerade gesagt. Wir können das gerne, also wir können das diskutieren und sagen, du hast buchstäblich gerade gesagt, dass wenn jemand zu dir kommen würde, damit würdest du auf die Rechten umlenken. Das hast du gerade buchstäblich gesagt, dass du das tun würdest. Und ich sage dir, dass... Bevor wir weiterlaufen lassen, im Chat merken es einige gerade schon an, was wurde denn eigentlich auf dem Potsdam-Treffen gesagt? Also die ursprünglichen Berichte von Korrektiv, die mussten ja auf juristischen Druck hin schon nochmal deutlich korrigiert und abgeschwächt werden, weil das, was Korrektiv da zu Anfang behauptet hat, das stimmte so überhaupt nicht. Also Martin Sellner hat da einfach nur sein Buch vorgestellt und vor allem diese völlig von der Realität losgelösten Züge zu einer Wannsee-Konferenz, die da gezogen wurden. Also ja, also da kommt Gregor hier mit einem Beispiel, wo viele seiner Zuschauer ein Bild im Kopf haben werden von einer Konferenz, die es so nicht gab. Also da werden viele seiner Zuschauer etwas im Kopf haben, was mit der Realität nichts zu tun hat. Auch das hat Proletopia damals auf seinem Kanal sehr deutlich kritisiert, wofür auch damals schon von den Walkies heftig kritisiert wurde. Dass diese Potsdam-Konferenz eben keine Wannsee-Konferenz 2.0 war, sondern das einfach nur ein konservatives Treffen war, wo ein paar CDUler, ein paar AfDler und ein paar Unabhängige sich getroffen haben und beispielsweise Martin Sellner sein neues Buch vorgestellt hat. Also eigentlich nichts Dramatisches in dem Sinne. Gesagt habe. Weißt du, was ich davor gesagt habe? Was hast du gesagt? Wenn es kritikwürdig ist, dann äußere ich Kritik. Nein, nur wir reden über Optik. Stehen kann, wenn wir du die ganze Zeit nur an Woken, oder Pseudowoken, wie wir reden über Kritik äußerst, dass dabei untergeht, dass die Rechtsextremen das Problem sind. Das darf halt nicht passieren und ich würde dir unterstellen, dass das passiert ist häufig bei dir. Was ist passiert? Ja, dass der Eindruck entstanden ist, dass die Woken ein genauso großes Problem sind wie Für wen ist dieser Eindruck entstanden? Für wen ist dieser Eindruck entstanden? Für mich. Für dich. Ja. In welchem Video genau? Nein, für viele andere, auch nicht nur in einem Video. Es ist eine. Gemerkt? Was habe ich denn gesagt, dass du das gemerkt hast? Nein, ich finde, dass du überraschend, deplatziert viele Videos über den Dara gemacht hast. Ihr habt einen Beef gehabt, ist ja okay, aber. Deswegen, weil man an Dara am besten sehen kann, wie sich ein Aufgabe linker Falsch verhält. Die erste Aufgabe eines jeden Linken ist der Antifaschismus. Also die Provokation ging in fast jedem Fall anfangs vor Dara aus. Also Dara hat beispielsweise wirklich ein mieses Hetz-Video gegen Sarah Wagenknecht gemacht. Natürlich reagiert man darauf und kritisiert das Ganze. Dann hat Dara angefangen, gegen Proletopia wegen seiner Ukraine-Kriegsposition zu hetzen. Und dann sind da noch einige Sachen im Hintergrund mit Discord und so abgelaufen, was ich jetzt auch nicht mehr so ganz im Kopf habe, aber das hat Proletopia in seinen Streams ja auch schon aufgearbeitet. Also die Provokation, die ging ja ziemlich eindeutig von Dara aus. Und das ist der Grund, warum es häufig Thema war.
Und für die Meinungsfreiheit sind die Wokies tatsächlich die größere Gefahr, weil die Rechten haben ja keine, nicht so viel Macht, um Twitch zu überreden. Glaub nicht, dass wenn Slomo sagt, cancelt Naitan, und dann würde zum Beispiel Twitch sagen, oh, Slomo sagte, Naitan muss gesperrt werden, also sperren wir. Das war Twitch würde nichts tun. Was er höchstens machen könnte, er könnte sozusagen den Stream ärgern, indem er öffentlich sagen würde, macht mal dort ein bisschen Shitshow oder so. Aber ich glaube, das macht er ja nicht. Ich weiß nicht, ob das passiert, aber er hat ja nicht so viel Macht, um sozusagen eine Druckkündigung zu machen. Ja, bei Wokies würde ich ja eher sagen, dass Twitch da booten würde. Ja. Faschismus. Danach andere. Nein, das ist falsch. Nein, das ist falsch. Die erste Aufgabe eines jeden Linken ist der Antikapitalismus, denn der Faschismus speist sich aus dem Kapitalismus. Du supportest das Ende des demokratischen Kapitalismus, wie es manche. Das müssen wir auch klar benennen. Aber diejenigen, die das nicht tun, ja, also die beschmeiße ich mit einem dicken Buch und hoffe, dass die es lesen. Aber habe ich aus weiten Teilen von deinem Kanal nicht mitbekommen, muss ich dir ehrlich sagen. Aber ich meine, vielleicht mein Eindruck kann täuschen. Du musst dir mehr anschauen, ich rede die ganze Zeit darüber praktisch. Ich weiß nicht, ob es nicht irgendein Video gibt, wo ich nicht das so klar sage. Meine Kritik an Dara ist ja nicht deine Kritik an Dara. Meine Kritik an Naitan ist ja nicht deine Kritik an Naitan. Meine Kritik an Dekadent ist ja nicht deine Kritik an Dekadent. Es ist eine Kritik an der vollkommen planlosen Linken, diese Leute nütze ich nur als Anschauungsbeispiele, um zu zeigen, wie die Linke keine fucking Ahnung davon hat, was für dumme Scheiße sie abzieht und was für einen Schaden sie sich selbst da draußen anrichtet. Und diese Leute sind unverbesserlich. Du kannst hingehen und du kannst ihnen zeigen. Ich würde es gar nicht mal so konstruktiv fassen wie Erwin. Also diese Leute sind einfach politische Gegner, jetzt egal, ob sie sich selbst als Links labeln oder nicht. Also sie sehen uns als politische Gegner, sie hetzen gegen uns entsprechend, sie diffamieren uns als rechts, als Verschwörungsideologen, als sonst was. Das sind doch keine Verbündeten. Also die richten nicht Schaden an, sondern sie stehen unserer linken Sache, wenn man so will, feindlich gegenüber. Das zeigen sie tagtäglich durch ihr Verhalten. Hey, schau mal. Du greifst voll in die Scheiße und die werden einfach sagen, ja, du bist ein Nazi. Verstehst du? Diese Leute sind einfach geistig auf dem Niveau von einem, keine Ahnung, von einem Einkaufswagen. Es ist einfach sinnlos, mit denen zu reden. Und die ganze fucking Community um sie herum benimmt sich ganz genauso. Und diese Leute, meiner Meinung nach, wollen einfach nur ihre Affekte ausleben und interessieren sich einen Dreck für die Linken. Diese Leute möchten einfach andere beleidigen können. Ich habe nicht gewonnen, aber ich möchte es hier nicht in das ist ein gutes Recht. Und so. Ich beschimpfe aber niemanden. Ich habe niemanden beschimpft. Wieso, wen habe ich beschimpft? Also das ist was wir uns bei den Walkies mal abschauen konnten, geschlossen hat. Also Erwin sagt hier gerade was abstrakt gegen Leute, beschimpft ja gar keinen mal konkret. Und Gregor hat schon gleich diesen tribalen Reflex, ich muss mich schützen vor meine Leute stellen. Das brauchen wir noch viel mehr. Also gerade wenn jemand so drauf ist wie Gregor und wirklich übelste Lügen über Leute aus unserem Lager verbreitet, dann sollten wir uns schützend davor stellen und sagen, nein, du lügst. Also wir sollten erstmal Solidarität üben, wenn da auf einzelne Leute losgegangen wird. Also ansonsten ist man dem nämlich schutzlos ausgeliefert. Also wenn da jemand nämlich wie Gregor die ganze Zeit kommt und mit Scheiße wirft, dann bleibt irgendwann was hängen. Und da braucht man eine gewisse Geschlossenheit, um sowas abzuwehren. Da muss man sagen, wenn irgendwelche Vorwürfe kommen und man nicht weiß, woher die kommen, dann erstmal, ich gehe angesichts dem, was du sonst gesagt hast, davon, was du sonst gesagt hast und davon, wie du dich sonst verhältst, davon aus, dass das wahrscheinlich gelogen ist, was du gerade sagst. Also wir brauchen wirklich da ein bisschen mehr Geschlossenheit gegenüber diesen Woken Heads-Kampagnen, die wir gerade erleben. Kommt das wie Schimpfen an Karl und Dara als Fallbeispiele dafür, wie man sich eine linke Ästhetik gibt, nur um selber Geld zu verdienen? Das ist eine Beschimpfung. Das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, dass man diese Ästhetik nimmt, damit man seine Affekte ausleben kann. Das habe ich gesagt. Das ist ein Unterschied. Ich habe nichts von Geld zu verdienen. Beides wäre ein Missbrauch.
Ja, und also ich finde, eine Person links. Nimmt den Missbrauch von links. Tun sie auch. Ja, ist ja okay, aber das ist eine Beleidigung. Das ist keine Beleidigung, das ist nein, der Bruder. Wenn, das ist so, als würde ich sagen. Kann beleidigend sein. Bruder, wenn ich zum, Bruder wenn ich zum, das ist so, als würde ich. Wenn Dekadenz sagt, dass der ein Nazi ist, kann das beleidigend auffinden, aber es ist trotzdem eine Kritik. Bruder, es ist natürlich, jemanden Nazi zu nennen, ist natürlich eine Beleidigung. Aber jemanden einfach zu sagen, dass jemand einfach etwas tut, was er offensichtlich tut, ist ja keine. Wenn ich sage, dass du blonde Haare hast und du blonde Haare hast, beleidige ich dich. Dann lügst du, weil es ist braunblond. Aber ja, aber dann du verstehst du, was ich sagen möchte. So, und ich warte. Und das ist jetzt meine Frage so. Ich habe schon einige Gespräche gehört. Ich weiß, dass du intelligent bist. Warum zum Fick verteidigst du jetzt diese Leute und stellst dich absichtlich dumm? Kannst du mir das erklären? Ich stelle mir nicht absichtlich. Also, okay, was okay ist. Ja, ist eine Fangfrage. Achtung, wie du jetzt antwortest. Ja. Nein, ich bin wirklich so dumm. Entschuldigung, warum verteidige ich diese Leute? Ich finde nicht, dass ich sie verteidige. Ich habe mit denen halt privat, bin ich im Austausch, ich rede mit denen. Ich teile deinen Eindruck nicht. Du gehörst zu ihrem Lager. Sag es doch, wie es ist. Es ist dein Lager und du möchtest, dass ihr ideologische Macht, ideologischen Einfluss hinzugewinnt und deswegen stellst du sie schützend vor sie, wenn da irgendwelche Angriffe kommen. Relativ egal, wie berechtigt diese Angriffe jetzt in der Sache sind. So. Das ist natürlich verteidigend. Ich meine, es ist verteidigend, aber es ist halt auch das, was ich mir... So, ja. Außerdem schmeißen die ja sehr schnell Leute aus dem Lager raus. Das hat man ja gesehen, dass jetzt Kirchu, Jungfeldsalat draußen sind. Die sind sehr schnell und wer drin bleiben will, muss sie aktiv für die verteidigen, beziehungsweise muss höllisch aufpassen, dass da Meinungsunterschiede nicht gern gesehen werden bei denen. Ja, es kommt darauf an, wie du diese Meinungsunterschiede formulierst. Also, und Gregor weiß ganz genau, wie weit er gehen darf und wie weit eben nicht, damit Dekadent halt immer noch ihm wohlgesonnen ist. Also das ist nicht schwierig, sondern dass die Konzepte, die ich dir versuche. Das verteidige ich ja gar nicht. Ich habe ein großes Problem zum Beispiel von dem Hashtag-Aktivismus während Black Lives Matter, während 2020, da war ja das Ding, dass man ein schwarzes Viereck auf seinem Instagram-Account postet. Das ist natürlich überhaupt dumm. Also, okay, das ist dein Aktivismus gegen systemischen Rassismus, du postest das Black Square auf Instagram, danke dir. Natürlich kann man sich darüber lustig machen. Nein, nicht lustig. Nein, es ist nicht darum, sondern es geht einfach darum, während diese Leute so eine Scheiße bauen, gewinnen die Rechten niemand mehr an Macht. Man darf es nicht überhöhen. Man muss sagen, ja, okay, das ist dumm, machst es nicht. Das ist jetzt dein Aktivismus, ja, gescheißen, machen wir es. Nichts anderes habe ich immer gemacht. Du kannst dich ja drüber lustig machen, aber das so ernst zu nehmen und da jetzt das wahre Problem zu sehen, das ist, finde ich, deplatziert. Bro, es ist so fucking ernst, weil davon hängt praktisch, und das ist genau dieser Punkt, alleine, dass du das so nicht ernst nimmst, ist ein absolutes fucking No-Go. Weil hier geht es entweder um einfach ein LARP, dann ist es wirklich nicht ernst zu nehmen, da hast du vollkommen recht, oder aber es geht hier wirklich um die Bekämpfung von Diskriminierung und darum, dass marginalisierte Personen oder wir alle insgesamt, die wir kapitalistisch marginalisiert sind, ein besseres Leben haben. Und das ist keine fucking Kleinigkeit. Das ist einfach alles, worum es in diesem Leben geht. Das ist alles, worum es im Kampf der Linken geht. Genau. Es geht darum, die Welt zu verbessern. Um dieses Ziel zu verwirklichen, sollte man diese cringy Virtue Signals nicht überhöhen. Das ist mein Punkt. Ja, aber du musst verstehen. Ich finde, das ist der Message sehr, sehr schadet, wenn wir irgendwie so tun, als wären die Leute, die wären, weil du hast einen Satz noch, weil du hast ja dem Agitator gesagt, wird ja schon, du hast recht, der wird ziemlich gehatet, da hast du recht, ich finde auch aus meiner Sicht teilweise zu Recht, ich weiß nicht, wie tief du drinnen bist, was ich mir... Da habe ich auf die richtige Stelle vorgespult. Jetzt geht's um mich. Das schauen wir uns noch an und dann machen wir, glaube ich, Schluss. Okay. Mit dem ihm dann noch für ein Gespräch gehabt habe bei Imp, tut mir nochmal leid, Imp, dass ich da, also das war, da hätten eigentlich nur wir reden sollen, aber du hast ihn dann, egal. Da haben wir dann am Ende noch über das Dings gesprochen. Ja, du hast mit mir geredet, um mich anschließend zu beschimpfen. So, also ich habe dir in meinem Stream die Plattform gegeben und du hast das verwendet, um mich am Ende übelst zu beleidigen. Also du glaubst doch nicht, dass ich nochmal mit dir rede. Also ich bin dazugekommen, weil Imp mich dann dazu holen wollte und du Lügen über mich verbreitet hast in einem anderen Stream. Also da wäre es natürlich gut gewesen, wenn Imp einfach gesagt hätte, nein, Gregor, ich sage hier zu entweder gar nichts, weil ich keine Ahnung davon habe, oder du lügst. Weil Gregor offensichtlich lügt, wenn er solche Behauptungen über andere Leute verbreitet. Ich meine, es ist ja absurd, was der Typ über mich behauptet. Aber dazu kommen wir jetzt. Mhm. Und seine Reaktion, er ist nicht auf meinen Punkt eingegangen, sein Ding war einfach, er war echauffiert. Willst du mir da jetzt wirklich das unter die Schuhe schieben, was ich hier explizit die ganze Zeit sage? Und dein Punkt war nicht, war zu sagen, hey, ja, vielleicht behandle ich dich manchmal falsch und ich bin mir sicher, dass der Agitator auch Hate bekommt, der unangebracht ist. Aber vielleicht sollte die erste Reaktion sein und fragen, warum?
und nicht, ja, die wollen mich alle nur canceln und diskreditieren. Also, wenn da Leute Lügen über mich verbreiten, zum Beispiel, dass ich rechts sei oder dass ich mit Rechten kuscheln würde oder, was hat Gregor gesagt, dass ich Nazis verharmlosen würde? Ich habe hier in meinem Stream, glaube ich, kaum über Nazis geredet. Und wenn ich über sie geredet habe, dann, also wir haben ja vorhin über echte Nazis in der Ukraine geredet. Also das, die haben wir nicht verharmlost, sondern da haben wir eben ganz genau gesagt, was wir davon halten. Den sollte man kein Geld geben, den sollte man Waffen schicken. Also das sollte man am besten alles dafür tun, dass die ihren politischen Einfluss verlieren, so gut man das halt kann. Dara hat ja mal auf einem Twitter-Alternative ja über Stefan Bandera versucht, ihn zu verharmlosen, um Ukraine zu verteidigen. Das hat ja Erwin mal in einem Stream gezeigt. Das ist lustig, dass dort wer verharmlost Rechtsextreme. Hast du den, den Post Stream gesehen? Der Post von Dara sah ungefähr so aus. Stefan Bandera saß während des Zweiten Weltkriegs im Gefängnis. Ach, was beschweren sich diese ganzen Putin-Trolle so? Während Banderas Truppen im Auftrag der Nazis Juden und Polen gejagt haben, als Bandera als Ehrenhäftling unter verbesserten Haftbedingungen in Deutschland, während seine Truppen eben für Deutschland kämpften. Also es ändert überhaupt gar nichts. Den Verbindungen zwischen dem Bandera-Faschismus und dem Nationalsozialismus. Und selbst wenn er irgendwann die Meinung geändert hätte, hätte es nicht seine Taten davor geschönigt. Oder dann könnten ja kurz vorm Ende hätte ja Goebbels sagen können, böser Hitler, oh, du bist ja entnazifiziert, darfst weiter. Könnten ja die ganzen Nazis kurz vorm Ende gesagt haben, ich distanziere mich von Hitler, und die hätten ja dann keine Strafe bekommen, weil ja, wenn es nach der Logik ist, solange sie sich am Ende ja gegen einwenden, also Bandera hat sich natürlich nicht gegen Hitler gewendet, aber ich wollte nur sagen, selbst wenn Daras Post so stimmen würde, hätte es ja nicht seine Taten, die er vorher mit Hitler gemacht hat, einfach entschuldigt. Absolut. Und es ist ja bei Bandera noch schlimmer. Also nicht nur, dass er ein überzeugter Faschist war, sondern er wurde gleich, nachdem Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hatte, von den USA übernommen und seine Truppen haben dann weiter Guerillakrieg gegen die Sowjetunion gemacht, finanziert von den USA. Also die USA haben ja zahlreiche Nazi-Verbrecher übernommen, um eben danach gegen die Sowjetunion kämpfen zu können. Also das war ja ein normales Vorgehen. Also das hat dann unter anderem, also er hat dann weiter gegen den Kommunismus für die Ukraine gekämpft, aber dann halt im Dienste der Amerikaner und nicht mehr im Dienste der Deutschen. Jaroslav Stetsko war sogar sogar offener. Der hat ja sogar ethnische Säuberung sogar befürwortet. Der hat dann auch sogar zugegeben, dass er oder befürwortet, dass die jüdische mit Ukrainer nicht integriert werden sollen, sondern umgebracht werden sollen. Das hat er ja nie geleugnet, also dass er so ein Antisemit ist. Also den müsste man bei der Proklamation, weswegen er ja verhaftet wurde. Das war ja diese Proklamation, die er ohne Absprache mit den Nazis gemacht hat. Das war ja Stetsko und Bandera. Seppi, du warst plötzlich weg. Oh, okay. Weswegen er ja in einem Sonderhausarrest, würde ich es eher nennen, weil es ja Hausarrest gesteckt war, war ja wegen der Proklamation des ukrainischen Staates. Das haben sie ja nicht mit den Nazis abgesprochen. Im dritten Punkt steht sogar, dass sie mit dem nationalsozialistischen Deutschland ein neues Europa machen. Klingt schon sehr antifaschistisch.
So ironisch gemeint jetzt. Ja, die UN, die wollte eine ethnisch gesäuberte Ukraine in einem von Deutschland geführten faschistischen Europa. Das war deren Ideologie, das haben die auch immer offen vertreten. Mit allen schlimmen Dingen, die den deutschen Nationalsozialismus ausgemacht hatten. Also im antirussischen, antipolnischen Rassismus, Antisemitismus und so weiter. Also das, ja. Und da braucht man nicht mehr zu viel zu sagen, aber den kann man verharmlosen, denen kann man Geld und Waffen schicken, das ist alles kein Problem. Aber wehe, einer versucht mal differenziert über die AfD zu reden, also dann ist das ein Nazi-Verharmloser. Ihr merkst es, also ihr ist keine, ja, ihr gelten keine Maßstäbe. Also diese Leute sind vollkommen von der Realität enthoben, sie haben vollkommen taktisches Verhältnis zur Wahrheit. Weil sie mich. Und ich würde sagen, dass vieles an Kritik, was dir gegenüber geschehen ist, unangebracht. Also ich habe selbst in der Phase, wo das sehr populär war, zu sagen, dass du rechts bist, da habe ich noch meine Sendung, war ich noch im Barzuneck auf Sendung, habe ich die ganze Zeit gesagt, nein, das sehe ich nicht und finde ich ist unangemessen. So, das heißt, da habe ich sicherlich auch meine Widersprüche mit diesen Personen. Natürlich. Aber einiges von dem, was du gesagt hast, ist aus meiner Sicht schon deplatziert gewesen. Was denn? Und nimm mir ein Beispiel. Ist schon deplatziert gewesen. Also zum Beispiel deine linken Antimigrationstakes. Also die sind, finde ich, unglaublich falsch. Okay, darüber können wir gerne gleich diskutieren, ja, kein Problem. Vielleicht übrigens, also das wäre zum Beispiel etwas, und das ist nur vielleicht etwas, was ich dir sagen würde. Ja, ja, ich stimme vollkommen zu, du hast zu Unrecht Hate bekommen. Jeder bekommt also Unrecht, meine, außer meine, mir, weil ich bin perfekt, aber trotzdem sollte man reflektieren. Meine Migrationstakes sind buchstäblich exakt die gleichen Migrationstakes, die auch ein Friedrich Engels vertreten hat. Ja, und ich habe auch mit Friedrich Engels meine Meinungsverschiedenheiten. Kein Problem, alles gut, ich sage nur. Es sind einfach praktisch marxistische Positionen in diesem Sinne. Nicht marxistisch-dogmatisch, aber dennoch aus einer materiellen Sicht, aus einer materiellen Analyse die logische Schlussfolgerung. Ja, dann reden wir drüber. Können wir gleich machen. Hast du nur verstanden, was meine Kritik eigentlich, dass meine Kritik sich nicht an Linke richtet oder nicht an Woke, sondern an diese machtgeilen Narzissten, Opportunisten und ähnliches, die einfach unsere gesamte Bewegung hijacken und sie zu einem Irrenhaus machen. Und anständige Leute, die sie eigentlich auf unsere Seite ziehen sollten, verjagen sie und treiben sie einfach in die Hände der Rechten. Und ich denke, Agitator ist auch so ein Beispiel. Ja? Der Agitator trotzt nur noch, habe ich das Gefühl manchmal. Ich habe das Gefühl, der nimmt nur noch Positionen ein, um die Woken maximal abzufacken, weil er einfach verletzt ist. Und da an der Stelle habe ich mich auch gefragt, was sollte das? Also was soll diese Unterstellung? Also welche Position habe ich eingenommen, die ich erstmal vor einem Jahr nicht hatte und die ich nur bezogen habe, um die Woken zu ärgern? Also ich war schon, vor einem Jahr war ich für freien Diskurs. Vor einem Jahr fand ich diese Aufregung um so Kulturkampfthemen wie Stolzmonat oder sonstigen Unsinn für vollkommen albern, da habe ich schon vor einem Jahr Videos zu gemacht. Meine politischen Einstellungen haben sich so gut wie überhaupt nicht geändert. Also, kannst du mir von mir aus irgendein Detail zeigen, wo ich mich geändert habe, aber großen Linien habe ich mich nirgendwo geändert. Also, ich weiß gar nicht, was diese Unterstellung an der Stelle soll. Und da ist der Punkt, wo ich sage... Ja, aber dann soll er sich nicht so scheiße verhalten. Warte kurz. Also, ja, und hier merkt man den Unterschied zwischen den Wokies und unserem Lager. Also, anstatt dass Erwin einfach sagt, nee, du verbreitest Lügen über den Agitator, nächstes Thema... Unterstellt er mir jetzt irgendeinen Quatsch, der nichts mit der Realität zu tun hat. Während Gregor schon, wenn der Verdacht aufkommt, dass Erwin mal was Negatives über Neidern oder Dara gesagt haben könnte, dass er da sofort in die Bresche springt für zwei Leute, die schon zig antidemokratische Takes und alles Mögliche rausgehauen haben. Ich meine, ich bin ja total prodemokratisch gegen Gewalt, für freien Diskurs. Also ich habe ja überhaupt keine extreme Position, anders als ein Dara oder Neidern. Also... und trotzdem verhält sich Erwin hier total defensiv und unterstellt mir irgendwelche Sachen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das soll. Ich hatte nur das Gefühl, dass irgendwie die Community von Erwin etwas negativer zu dir geworden ist. Nicht sozusagen dich so wie die Wokies hassen, sondern sagen wir mal nicht mehr so positiv waren, aber Erwin selbst habe ich noch nicht gehört. Nee, deswegen weiß ich jetzt nicht, was das hier in dem Stream soll, deswegen sage ich es ja, also ist ein 3-Stunden-Talk, also jeder erzählt mal Unsinn. Nein, nein, sie
ist jetzt dieser Gedanke, genau das ist dieser Fehler. So, du hast das verdient. Es geht nicht darum, wer was verdient hat. Hey, wenn ich herumlaufe, wer was verdient hat, dann scheiße ich jeden auf diesem Planeten auf den Kopf und mir selbst auch. Wie niemand von uns hat irgendwas Gutes verdient. Der Punkt ist aber, dass unsere Aufgabe als Linke nicht ist, Leuten das zu geben, was sie verdienen, sondern sie sozusagen zu mobilisieren und zu motivieren, dass wir eine bessere Welt erreichen. Und da ist es scheißegal, wie dumm jemand ist oder wie abgefuckt jemand ist oder wie verletzt jemand ist oder was für dumme Scheiße er gelabert hat. Unser Ziel ist nicht, ihn an den Pranger zu stellen und zu richten, sondern unser Ziel ist, ihn auf unsere Seite zu ziehen, um unsere Seite stärker zu machen, um gegen die Rechten zu gewinnen. Ich habe mit dem Konstantin privat 3-4 Mal über genau dieses Thema gesprochen. Ich habe es versucht. Ich sehe nicht, wieso ich dem... Nein, wir haben privat nicht drei... Also, wenn ihr nicht wollt, dass Sachen, die ihr Gregor privat erzählt, in einer wirklich komplett verdrehten Form an die Öffentlichkeit gelangen, sprecht mit ihm nicht privat und das werde ich auch nicht mehr machen. Also mit Gregor, wie gesagt, spreche ich sowieso nicht mehr. Der missbraucht meine Streams, um mich übelst zu beschimpfen. Aber auch privat werde ich mit dem nicht mehr reden. Ihr merkt es gerade. Wir haben erstmal nicht 3 bis 4 Mal privat miteinander gesprochen, sondern ein einziges Mal. Und ich werde da jetzt nicht auf Details eingehen, da man, wie gesagt, private Gespräche nicht bringt, da man sie ja sonst nicht privat gemacht hätte. Sonst hätte man das nämlich öffentlich besprochen, wenn das für die Öffentlichkeit gedacht gewesen wäre. Also hier merkt man auch wieder, auf was für einem moralischen Niveau sich diese Walkies bewegen oder was für Verhaltensweisen sie an den Tag legen. Mit diesen Leuten ist ein normaler, sachlicher Austausch nicht möglich, da sie die mindesten Benimmregeln nicht beherrschen. Im Agitator das abnehmen soll, dass er sich wirklich für linke Themen interessiert. Ich verstehe es nicht. Na, tut er ja. Er ist ja jetzt nicht so links wie du und ich. Jetzt wirtschaftlich. Nein, darum geht es ja nicht, aber wie er es überhaupt nicht versteht. Also nicht, dass er sagt, ja, du hast einen Punkt, ich sehe es anders. Er ist überhaupt nicht in der Lage zu verstehen, wieso diese Passage, die ich schon so oft zitiert habe vom Schattenmacher, wieso das irgendwie nahelegt, dass das einfach ein fucking rassistischer Rechtsextrem ist. Also wie das überhaupt... Rassist, verstehe ich den Vorwurf. Rechtsextrem, definiere rechtsextrem. Du warst vorhin bei Nazi, nicht bei rechtsextrem. Also, okay, das bedeutet bei euch eh alles das Gleiche. Warum differenziere ich hier? Nicht jeder Rechtsextreme ist gleich ein Nazi. Also nicht jeder Rechtsextreme ist ein Faschist und nicht jeder Faschist ist gleich ein Nazi. Das müsste man sagen. Da muss man differenzieren. Das sind verschiedene Begriffe, die verschiedene Dinge bedeuten. Aber okay, brauche ich Gregor wahrscheinlich nicht zu erklären. Für den bedeutet das eh alles dasselbe. Also okay, dann sagt er, das kann man... Aber wie das irgendwie... Ich verstehe nicht, wie man das nicht sieht. Und er ist ja... Und jetzt sind wir wieder in dem Problem, das ich schon mal formuliert habe. Entweder ist der Agitator einfach wirklich so verwirrt und nicht in der Lage, das zu verstehen. Oder er will es nicht verstehen. Beide Fälle sind für mich... Oder du bist einfach im Unrecht. Also, ich sagte ja vorhin, als Gregor über Lexi gesprochen hat, wir werden an diesem Punkt, dass Gregor einfach andere Positionen grundsätzlich diskreditiert und so tut, als hätten diese Leute keine Argumente. An diesem Punkt werden wir nochmal kommen. Also diese Möglichkeit, dass er selbst im Unrecht ist, dass er selbst keine guten Argumente für seine Behauptungen, ich würde sagen, Lügen hat, auf diese Idee kommt er gar nicht. Das zieht er gar nicht als Möglichkeit in Betracht. Die ganzen Vorwürfe, die er macht und die, wie gesagt, nichts mit der Realität zu tun haben, meiner Meinung nach, wie nimmt Gregor einfach als Wahrheiten an? Also er verabsolutiert seine eigene Position und ja, dieser starke Gnostizismus, der ermöglicht es ihm dann auch, gegen andere mit einem quasi religiösen Eifer vorzugehen. Und genau das sehen wir hier gerade. Nicht, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand das nicht verstehen kann. Ich habe es ihm 3-4 Mal wirklich ganz in allen Einzelheiten erklärt. Also ich glaube nicht, dass er das nicht verstehen würde. Weil er ist ja auch nicht dumm. Das muss ich ihm ja, er ist nicht dumm. Ja. Was lässt das dann für eine Alternative zu? Er ist der Überzeugung, du musst das so, also ich verstehe es zumindest so, vielleicht stimmt das nicht, aber ich glaube... Ich verstehe schon, dass man mit allen in den Diskurs führen soll. Nein, ist ein bisschen komplexer als das. Ich glaube, dass ihm wurde Unrecht getan und er... Nee, Gregor hat das schon ganz richtig verstanden, man sollte erstmal mit allen reden. Also mit denen man vernünftig reden kann, wenn der andere sagt, ich schlage dir den Schädel ein. Diskurs ist wahrscheinlich nicht möglich, aber wenn jemand mit der Schattenrate herkommt und sagt, hey, lass uns sachlich reden. Ich bin zu Debatten grundsätzlich bereit. Warum nicht? Was spricht dagegen? Wurde eingeordnet als rechts oder als dies, das, was weiß ich, weil man seine Sachen aus dem Kontext gerissen hat oder beziehungsweise, weil man ihm einfach, keine Ahnung, Unterstellungen gemacht hat, die er nicht versteht. Er sagt, das habe ich doch nie gesagt. Ne? Und jetzt will er
mit allen Mitteln vermeiden, dass er das Gleiche tut. Er möchte einfach nicht, dass er genau zu so einer Person wird und bei den Rechten hingeht und ihnen irgendwas unterstellt, was sie nie so gesagt haben. Deswegen möchte er da wirklich eine klare Grenze ziehen, damit er nicht so ist wie die, die er nicht mag, die so mit ihm umgegangen sind. Und ich glaube, das ist das. Und ich glaube, dass ja, ich verbreite nicht gerne Lügen über andere Leute, aber das hat jetzt gar nicht da viel damit zu tun, dass Lügen über mich verbreitet werden, sondern sowas würde ich auch nicht tun, wenn es diese Walker-Hetz-Kampagne nicht gäbe. Ich meine, diese Walker-Hetz-Kampagne, die gibt es ja, weil ich nicht bereit bin, Lügen über Richter zu verbreiten. Also weil ich nicht zu Gregor bereit bin, zu sagen, das sind alles Nazis, die du hier als solche beschuldigst, oder die verhalten sich wie Nazis, also um es in Gregor-Sprech zu sagen, dass letztlich es auf selbe hinausläuft. Sondern ich sage, nee, du hast keine Belege für deine Vorwürfe, Quatsch. Und damit kommt Gregor nicht klar, dass man einfach sagt, du behauptest etwas und du kannst es nicht belegen. Ich habe ihm nicht mehr explizit vorgeworfen, dass er lügt, aber den gnostizistischen Eifer, den er hier an den Tag legt, also der und dieses völlige Nicht-Akzeptieren von Argumenten, von ganz klaren Gegenbelegen, die ich ja auch schon gezeigt habe. Also der Schattmacher hat schon explizit gesagt, dass er, wir werden uns das gleich auch noch anhören. Also das kann ich schon mal sagen, wir werden uns das gleich auch noch anhören, dann zeige ich euch das auch noch mal. Aber der Schattmacher hat schon ganz explizit gesagt, dass diese Vorwürfe aus der Walk-Bubble, dass er Massenmord plane oder ähnlichen Schwachsinn, dass das gelogen ist, dass das nicht stimmt. Das hat der Schattmacher schon explizit gesagt. Aber das wird von den Walkies ignoriert, weil sie lieber weiter hetzen wollen. Und alle, die diese Hetze aufdecken, wie ich beispielsweise, die werden dann von den Walkies in einer ähnlichen Art und Weise angegriffen. Aber nicht richtig. Und zum Seppi, sag ruhig. Nur hier zum Chat. Nur weil Gregor Politik studiert und er die Begriffe verweist, muss es nicht unbedingt sein, bedeuten, dass er das trotzdem nicht unterscheidet, dass es für ihn trotzdem das Gleiche ist. Also da solange ich kann ja auch zum Beispiel lernen, was der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist, Biologie studieren und dann diesen Schwachsinn der Wokies weitergeben. Das ist nicht unbedingt, dass ein Widerspruch. Ich glaube, ich zeige euch mal kurz, was ich meine. Beziehungsweise ich zeige euch mal kurz das Dementi des Schattmachers. Der Schattmacher hat sich nämlich zu den Vorwürfen aus der Walk-Bubble, nämlich, dass er einen eugenisch begründeten Massenmord planen würde, also ziemlich harsche Vorwürfe, zu denen hat er sich geäußert. Und ich zeige euch jetzt mal, was er dazu sagt. Wie gesagt, und das lässt das ganze Kartenhaus eines Gregors zusammenstürzen. Geworfen werden, nein. Das ist ein guter Mann. Ist mir vollkommen scheißegal. Geht euch f***en. Ich gilt für mich ja, aber ich meine, wenn Sache. Ich jetzt mit der Position käme, okay, wir müssen hier jede Menge Morde begehen, um den um die eugenische Reinhaltung unserer Rasse vorzutreiben. Das ist ja das, was ihr jetzt schon behauptet. Das vertrete ich nicht, aber wenn ich es jetzt vertreten würde, dann würde ich nur das vertreten, was ich mir sowieso unterstellt. Also was soll das denn noch? Wer dieses Vorfeld vertritt, wollt ihr es nochmal hören? Also an alle Walkies, die mich hier vielleicht hate-watchen. Wollt ihr es nochmal hören? Um die eugenische Reinhaltung unserer Rasse vorzutreiben. Das ist ja das, was ihr jetzt schon behauptet. Das vertrete ich nicht, aber wenn ich es jetzt vertreten würde, dann würde ich nur das vertreten. Das vertrete ich nicht. Also mehr braucht man nicht sagen. Drei Worte. Das vertrete ich nicht. Das ist wenn irgendein Walkie euch mit dieser Behauptung kommt, dann ist das eine Lüge. Dann ist das einfach eine Lüge. Und ein Gregor, der wird diesen Ausschnitt hier gesehen, also, beziehungsweise, wenn ihr ihn noch nicht kennt, schickt ihm den gerne zu. Alle Walken-Streamer, die gegen Shatti hetzen, schickt ihm diesen Ausschnitt gern zu. Ihnen wird das egal sein. Ihr ist die Wahrheit vollkommen egal. Diese Leute lügen, um andere Leute canceln zu können. Und da braucht man nichts mehr zu sagen. Diese Leute hassen die Demokratie, sie hassen den freien Diskurs und sie wollen jeden canceln, der ihrer totalitären Ideologie widerspricht. Man kann es nicht häufig genug sagen. Aber lassen wir mal Gregor weiterreden. Also, so viel zu den Vorwürfen gegen den Schattmacher. Die sind wirklich frei erfunden. Die haben nichts mit der Realität zu tun. Ich finde, weil
Weil man müsste so zwischen den Zeilen lesen, ne? Aber das will er. Man muss nicht mal zwischen den Zeilen lesen. Er sagt Wort für Wort, Massenmord ist für manche Problemlagen nach rationaler Abwägung die effektivste sich anbietende Lösung. Also da muss man nicht zwischen den Zeilen lesen. Deswegen, ich verstehe es überhaupt nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ach, ja. Also, ich meine, du kennst ihn besser. Kannst du es irgendwie nachvollziehen? Ich meine, dass er jetzt irgendwie, weil er selber Unrechtserfahrung gemacht hat in seiner Wahrnehmung, dass er jetzt herumgeht und sagt, er verteilt allen wöchentlich die Good-Faith-Lorbeeren und sagt, ja, das mache ich grundsätzlich mit jedem. Das mache ich nicht nur mit Shadi, das mache ich auch mit Islamisten, mit Kommunisten, mit Zentristen, mit, keine Ahnung, mit Leuten aus meinem eigenen Lager ja sowieso, aber das mache ich mit jedem. Also das ist jetzt nichts, was ich nur mit Shadi machen würde. Außerdem ist auch das die richtige Taktik, wenn du, selbst wenn der Person moralisch verdorben wäre, ihn zu dämonisieren, würde ihn eher besser machen, weil irgendwann fliegt eine Lüge auf und dann denken sie, ah, oh, die lügen ja über ihn, er ist ja nicht so schlimm und gucken sich hier dann an. Also man sollte ihn schon nicht dämonisieren, weil wenn es auffliegt, wird man sowieso nicht mehr geglaubt. Also jetzt unabhängig von der Person, dass sie jetzt neutral nicht, dass sie jetzt behauptet, dass ich behaupte, dass Schattenmacher unheimlich böse ist oder so. Nee, als allgemein. Man sollte niemanden dämonisieren, nur weil man denkt, der ist jetzt moralisch schlecht. Das ist Seppi TV vom Moderatorenteam. Fragen heute alle, wer da. Stimmt, ich habe dich nicht mit in die Überschrift gepackt. Das hätte ich wahrscheinlich mal machen sollen. Aber ich wusste ja nicht, ob du mit dazukommst. Das habe ich ja erst im Laufe des Abends erfahren. Deswegen stehst du nicht mit in der Twitch-Überschrift. Deswegen fragen alle immer, wer da gerade mit dabei ist. Naja, jetzt haben wir es dreimal gesagt. Jetzt müssen es alle mitbekommen haben. Hallo, Herr Seller. Aber wir können es mal wiederholen. Hoffentlich habe ich dann den Glasfaseranschluss. Das wäre toll. Seller ist von Shattis Auftritt nicht so begeistert. Also nicht, dass er nicht da war, sondern Seller ist da logischerweise etwas mehr auf unserer Seite. Ja, also Shadi hat halt einen ziemlich, ziemlich radikalen Vorschlag gemacht und ihm schien gar nicht klar zu sein, wie radikal dieser Vorschlag ist, das Geldsystem komplett zu entstaatlichen oder allein schon den Leitzins abzuschaffen, die Rolle der Zentralbank als zinsgebende Instanz abzuschaffen. Also allein schon das wäre ja viel radikaler als alles, was ich an wirtschaftspolitischen Eingriffen je vorgeschlagen habe. Also deswegen bin ich da auch bei diesen Vollgeldreformen immer sehr, sehr skeptisch, denn können wir von mir aus machen. Würde ich jetzt nichts gegen, aber dann sollten die Leute vernünftig begründen können, was danach kommen soll. Und denen scheint häufig gar nicht, klar zu sein, was für eine Radikalität da in ihren Forderungen eigentlich drin steckt. Zum Thema zur Antwort von zwei Karim, nein, verharmlosen, wenn man jetzt weiß, dass Person X eine zum Beispiel zur Gewalt aufgerufen hat, dann sollte man es natürlich nicht verharmlosen, aber das eine schließt ja das andere nicht aus, dass man weder dämonisiert noch verharmlost oder es gutheißt. Man sollte am besten da bei der Wahrheit bleiben. Ja. Also ich würde sagen, wir hören uns noch 4-5 Minuten an. Also ich bin da noch kurz Themen, beziehungsweise eigentlich ist der Schatten. Also Gregor versucht, mich über den Umweg des Schattenmachers zu diffamieren. Er unterstellt Schattenmacher ja irgendwelche Sachen, die nicht stimmen. Haben wir eben schon aufbereitet für die gerade neu dazugekommen sind. Und ich sage halt, hey, das, was du da behauptest, stimmt nicht. Dafür gibt es keine sachliche Grundlage. Und daraufhin diffamiert Gregor mich dann. Beispielsweise als Nazi-Verharmloser und als alles Mögliche. Also wirklich ganz, ganz widerliches Vorgehen, das einzig und allein der Zerstörung des freien und offenen Diskurses dient. Man darf nichts ernst nehmen, auch wenn die es explizit so sagen. Ich meine, okay, vielleicht geht das in seinem Kopf vor, aber es macht halt überhaupt keinen Sinn. Für mich. Ich finde es, schau, ich habe ihm auch schon mehrmals gesagt, sogar offen im Gespräch, das hast du ja eh darauf reagiert, habe ich ja gesagt, dass ich das nicht richtig finde, wie er das macht, weil ich das nicht zielführend finde. Ja. Und ich glaube, dass das einfach eine
Ja, er könnte sich einfach besser entwickeln, aber ich versuche ihn immer da rauszuholen und ihm zu sagen, hey, hör zu, nur weil die Leute auf der einen Seite so lost sind und dich so blöd angehen, ist das kein Grund, dass du einfach zu der anderen Seite gehst und dann mit ihnen irgendwie da kooperierst. Oder dich. Ja, also das war, wie gesagt, kein guter Auftritt von Erwin an der Stelle. Sie hat mir einige Sachen unterstellt, die so nicht stimmen. Wie gesagt, ich gehe ja nicht zu den Rechten, sondern ich debattiere freundlich mit den Rechten. Das habe ich mit den Walkies auch versucht, sogar viel häufiger als mit den Rechten. Also Gespräche mit den Walkies, da habe ich mich viel mehr drum bemüht, aber die Walkies sind da halt viel weniger zu bereit. Und wenn sie dazu bereit sind, dann benutzen sie das Gespräch halt, um ein Standgericht, ein moralisches Standgericht gegen dich veranstalten zu können. Das sieht man auch sehr gut bei einem Gregor. Also das ist halt das Standardvorgehen bei denen. Und die Rechten, mit denen kannst du, zumindest denen, mit denen ich bisher geredet habe, mit denen kannst du sachlich reden. An jeder Seite anbietest. Das finde ich nicht, es ist nicht die Lösung so, weil die anderen sind um nichts besser hier. Und ja, das habe ich auch wohlwollend festgestellt. Ja, also ich finde ja, dass du durchaus recht hast mit deinem Ding. Ja, wir sollten ihn nicht vergraulen. Natürlich sollten wir nicht vergraulen, deswegen habe ich privat oft mit ihm über dieses Thema gesprochen, öfter als was meine mentale Gesundheit. Ich bin nicht in eurem Lager. Gringo ist in einem anderen Lager als ich. Das kann ich an der Stelle mal festhalten. Wahrscheinlich für gut befunden hätte, aber ich teile da deinen Punkt. Nur die Frage ist, ja, schau, wie viele Ressourcen möchte ich da rein investieren? Ich glaube, das Einzige, was man machen muss, ist, dem Agitator nicht respektlos zu begegnen. Mehr muss man eigentlich nicht tun. Ich bin ihm nicht respektlos begegnet. Wie gesagt, also wenn ich mir viermal, ich komme jetzt oft mit diesem viermal, ich habe mir viermal in meinem Leben die Zeit genommen, um mit ihm zu sprechen. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich zu wenig Respekt ihm gegenüber gezeigt habe. Zumindest ab einem gewissen Punkt. Ab einem gewissen Punkt, wenn es irgendwie dann so obvious ist, dann bin ich auch der Ansicht, ja okay, dann hat er es nicht verdient. Dann kann er von mir sagen, es ist respektlos, aber davor... Mehr Good Faith als ich, finde ich, geht fast gar nicht. Er hat dir es übel genommen, dass du schlecht nach ihm, also irgendwann mal habt ihr miteinander geredet und danach hast du schlecht über ihn geredet und das hat er dir übel genommen. Und keine Stream? Ahnung. Ja, nein, ja. Ich war immer schon sehr direkt mit meinen Meinungen über ihn. Und schau mal. Sie haben sich nur ein bisschen verändert, ja. Mhm. Du musst nicht, es geht nicht darum, eine Meinung mit dem Agitator zu sein. Es geht nicht, dass wir zwei einer Meinung sind. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass wir irgendetwas Sinnvolles machen miteinander. Und uns nicht zerstreiten wegen irgendeinem Bullshit, der absolut lost ist. Und dass wir einfach versuchen, nicht dass das Bullshit war. Ich finde nicht, dass das eine Kleinigkeit war. Schau, okay, du hast zwei Möglichkeiten. Wenn du einfach mit dem Agitator redest und du merkst... So, ja, sich nicht der Woken-Ideologie in allen Punkten zu unterwerfen und irgendwelche Lügen nicht zu übernehmen, Verleumdungen einfach so stehen zu lassen, das ist eine Kleinigkeit. Also wenn die Woken hier Lügen über andere verbreiten, dann muss man dem schon zustimmen. Wenn man dem nicht zustimmt... Dann ist man wohl leider auch rechts. Also eine andere Möglichkeit gibt's ja nicht. Also dass man was dagegen hätte, dass der Diskurs zerstört wird, indem gegen bestimmte Personen verbreitet werden. Das kann ja nicht sein. Ich glaube, das Prinzip ist klar geworden. Und wie gesagt, es war jetzt kein starker Auftritt von Erwin. Also er hätte ja auch einfach sagen können, okay, ich rede nicht über einen Agitator, wenn du gegen ihn hetzen willst, mach das in deinem Stream, da biete ich dir meinen Stream hier nicht als Möglichkeit, da weiter deine Lügen zu verbreiten. Aber ja, stattdessen hat Erwin mir Dinge unterstellt, die so nicht stimmen, die ich gerade klargestellt habe. Finde ich schade, aber kann jemandem im 3-Stunden-Talk passieren, also ich habe bestimmt auch schon schwache Momente gehabt. Aber wie gesagt, da sind die Wokisten stärker als wir. Also wenn auch nur der Verdacht aufkommt, dass ein Leitern oder ein Dara kritisiert worden sein könnte, dann springt Gregor sofort für die in die Bresche. Diese Geschlossenheit, die zeigen wir nicht und das macht uns schwächer. Das macht die Wokis ja so stark, dass sie eben geschlossen sind. Zum Abschluss nochmal, wie immer, der Hinweis in eigener Sache. Abonniert mich gerne auf Rumble. Da habe ich auch ein Gespräch mit dem Schattenmacher und ihr könnt sehen, wir haben nicht gekuschelt, wir haben debattiert, wie man das vernünftig miteinander machen kann. Auf Odyssee, da habe ich auch zwei Kanäle, da ist das Gespräch mit Chatty auch schon online. Schaut auch da gerne vorbei. Wir müssen unabhängiger von YouTube werden an der Stelle. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und Seppi, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Nun, es war schön, wir könnten es irgendwann mal wiederholen. Also von mir, es war schön. Also, und wenn der Chat das gemocht hat, kein Problem. Können wir immer wieder wiederholen. Jo, das freut mich. Und wählt die BSW. Das ist ein legitimer